dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, schau. Ich schau. Ja, was, Schlagvogel? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk Nummer 59. Heute mal ganz ungewöhnlich nehmen wir an einem Sonntag auf, deswegen ist es quasi komplett tagesaktuell. Mit mir dabei ist heute der Stefan. Hi. Und die Biene. Guten Morgen. Und wir fangen wie gewohnt mit unseren Highlights an. Biene, was hat dir denn in den letzten zwei Wochen am besten gefallen? Ja, tatsächlich war es die letzte NDA-Folge. Ich gucke ja eher unregelmäßig NDA, aber die habe ich durch Zufall gesehen. Fairerweise muss man sagen, live auch nur die zweite Hälfte, aber die war sehr lustig. Da waren sie ja, weil ein unbekannter Gast abgesagt hat, auf dem Weihnachtsmarkt, auf St. Pauli war es, glaube ich. Ja. Und der eine Verkäufer, bei dem sie waren, das war sehr lustig, der hat Holzvibratoren verkauft. War, glaube ich, der Main Elmer. Act dieses Standes in allen möglichen Varianten und der war sehr lustig und konnte auch sehr gut mit der Art von den Jungs. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe mittlerweile auch den Rest der Folge sogar gesehen. Da kommen wir aber später nochmal drauf, insgesamt auf NDA, deswegen würde ich dann da was dazu sagen. Aber mein Highlight war der Abschnitt von der Folge. Ja, und wie sieht's bei dir aus, Stefan? Mein Highlight ist mal was anderes, und zwar ein Let's Play, das von Simon mit Leisure Suit Larry. Da, ja, Simon macht ja sowieso gerne Let's Plays, da ist er auch wieder ein Let's Play, wo er Bock drauf hat, wo auch die Kommentare anscheinend sehr positiv sind. Und ja, das Spiel ist lustig, schönes, auf Oldschool getrimmtes Point and Click mit dem typisch zweideutigen Larry-Humor. Simon spielt das Ganze auch von der Art her sehr witzig. Die letzte Ausgabe zum Beispiel hat er komplett im Bademantel auf irgendeiner abgeranzten braunen Ledercouch. Es waren sogar zwei Teile. Waren es sogar die letzten beiden? Nein, die Couch, das waren irgendwie zwei Teile, die nicht zusammengehängt sind. Zusammengeschoben, ja, zwei Sessel oder so. Und ja, also absolute Guckempfehlung, auch für Leute, die jetzt nicht so Let's Play-affin sind. Ja, definitiv. Die Sachen, die ich bisher mit einem Auge davon gesehen habe, waren sehr lustig, sehr kurzweilig. Das war wirklich, glaube ich, aus der Bademantel-Folge, aber ich überlege, oder ich habe es mir sogar aufgeschrieben, noch bei den anderen Folgen mal reinzugucken. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein neuerer Teil. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das sind alles alte Spiele. Nee, also Larry-Spiele. Der Teil ist, ich glaube, ganz aktuell. Also musste jetzt irgendwie vor 2-3 Wochen released worden sein. Ja gut, der Reboot enthält scheinbar auch nicht vor Point-and-Clicks an. Finde ich ganz gut. Das Genre merke ich ja ganz gerne. Ja, ich auch. Max, was hast du denn als Highlight? Mein Highlight ist Wo ist Waldemar? Das letzte und meiner Meinung nach beste Funk-Pen and Paper. Und weil wir später ja noch ausführlicher darüber sprechen, würde ich sagen, an der Stelle dann mehr dazu. Ja, gerne. Dann haben wir noch ein paar kurze News-Items, nämlich ab dem 14.01. ist Andreas und Grogi, oder sind die beiden in einer Kochshow mit von Christian Hach Rach auf Health TV zu sehen. Christian Hach. Ja, so. Ah, der Gag kommt bestimmt in der Sendung auch vor. Hoffentlich. Ja. Interessantes Casting. Andreas hat im Forum schon gesagt, dass RBTV mit der Sendung weder inhaltlich noch konzeptionell irgendwas zu tun hat. Das heißt, er und Krogi sind da komplett extern gecastet worden dafür. Ist, ja, interessant, finde ich. Ich frage mich bei sowas immer, wie läuft das ab? NDA. Ich kenne sich auch davon über aus, NDA. Ja, aber dass die Kontakte eben vorhanden waren, dann angefragt wurde, ob da jemand Bock drauf hat oder so. Okay. Ja. Vermute ich mal. Oder dass sie halt über die Kontakte von dem Casting mitbekommen haben, wenn da ein offener Casting-Call für war.
Oder so, ja. Ich stelle mir so ein Casting bei Christian Rach irgendwie so vor, der stellt da so Teller hin, die Leute müssen dann so eine Reaction machen dazu. Und das, wer das am interessantesten macht, dann wird da gesagt, ja, dich nehmen wir oder so. Dann hätten sie aber Colin nehmen müssen. Ja, stimmt, vermutlich. Hätten sie mal einfach eine Dose Ravioli dahinstellen sollen. Und dann hätte das gepasst. Ja, dann hatten wir letzte Woche noch den Release des Rollenspielregelwerks für Tears. Ja. Da war ich hautnah dabei. Genau, du hast es gekauft, glaube ich, als einziger des Beanstalk, oder? Ich hat zumindest keiner laut aufgeschrien und mitdiskutiert von uns, dass er was bekommen hat von den ersten 2000 oder nicht. Ich persönlich sehe da auch keinen Mehrwert drin. Also ich werde es mir jetzt auch der zweiten Auflage nicht kaufen. Aber red erstmal weiter, Biene. Genau, da können wir gleich noch drauf kommen, für wen sich das lohnt und für wen sich das nicht lohnt. Es war ganz spannend, weil man weiß ja, wenn so limitierte Sachen oder auch Event-Tickets gibt, da muss man sich immer ein bisschen prügeln. Ich hatte aber das Gefühl, die haben wirklich Gadgets Bescheid gesagt und die Server ein bisschen aufgestockt, weil ich hatte nicht immense Probleme. Also es gab schon Probleme, der Server war ab und zu down, die Seiten haben 2 bis 3 Minuten geladen. Aber ich habe mich halt vorher bestmöglich vorbereitet, habe mir einen Account erstellt bei Gadgets, war schon eingeloggt, war bei PayPal schon eingeloggt, wo eben die Anzahl der Seiten, die laden müssen, zu minimieren. Und habe es dann tatsächlich auch innerhalb, ich weiß es nicht genau, weil diese Anzeige, wie viel Exemplare verkauft sind, war sehr buggy. Aber wahrscheinlich so innerhalb der ersten 500 oder 1000 Leute geschafft. Ich habe dann so 10 Minuten gebraucht für den gesamten Prozess, also von 12:01 irgendwie und um 11:50 hatte ich es dann. Also es war jetzt nicht wie auf einer unbelasteten Seite, aber ich hatte keine so großen Probleme. Ich hatte, glaube ich, auch nur ein paar Mal so 504 Fehler. Aber es gab eben viele Leute, die ganz verzweifelt, zum Teil mit dem Handy auf schlechten mobilen Datenverbindungen, die dann ihr Bestes getan haben und trotzdem nicht unter den ersten 2000 waren, weil das war ja die Bedingung dafür, dass man den Download-Code bekommt für das Beards-Regelwerk. Es gibt ja einen normalen Download-Code, glaube ich auch noch, der nur für Tears gewesen wäre. Und der Vorbesteller-Bonus für die ersten 2000 wäre ja Beards gewesen. Als normaler Download werden, glaube ich, die Abenteuer angeboten, oder? So hatte ich das verstanden. Ja, aber von Tears halt. Ja, klar. Nee, bei Beards ist ja das komplette Regelwerk und bei dem normalen eben die Abenteuer. Wobei das Regelwerk von Beards wahrscheinlich nur ein Mini-Add-on zu dem Tears-Regelwerk ist, wo dann ein bisschen andere Skills stehen. Also ich denke, das wird vom Umfang mehr oder weniger ähnlich sein, wie das, was dann zu Tears Online ist, nur eben dann das Ganze für Beards, und da waren eben viele Leute enttäuscht, weil das Regelwerk auch relativ schnell ausverkauft war, also die ersten 4000 Stück oder so waren innerhalb der ersten 1 bis 2 Stunden weg und bis abends waren dann alle Exemplare restlos ausverkauft. Und da waren dann viele enttäuscht, dass sie nicht unter den ersten 2000 waren, obwohl sie sich angestrengt haben, F5 gedrückt haben, bis ihnen die Finger blutig waren und sonstiges. Ja, und deswegen wurde dann auch entschieden, dass man das dann doch allen zur Verfügung stellt. Was haltet ihr denn davon? Erstmal von der Maßnahme und dass man es jetzt geändert hat. Ja, wie du magst, Max. Ja, also ich finde die Reaktion insgesamt gut. Ich kann sie auch so weit nachvollziehen, dass ich auch niemals gedacht hätte, dass 5000 Stück so schnell weggehen oder 2000 Stück so schnell weggehen. Weil ich bin eigentlich auch jemand, ich kaufe mir eigentlich allen Scheiß. Siehe Eduard Laser Action Figur. Aber das Ding, das interessiert mich einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich bin ja auch eigentlich Pen and Paper affin, aber weiß nicht, vielleicht bei der zweiten Auflage, dann hole ich es mir dann vielleicht doch mal, aber das war halt so überraschend und ich kann schon die Boden verstehen. Dieses Argument war ja, wir wollen den Verkauf ankurbeln. Deswegen gibt's für die 2000 ersten so ein Goodie mit diesem digitalen Download. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, digitalen Download begrenzen, ist ja immer so eine Sache. Das machen ja zum Beispiel Spielefirmen dann auch manchmal, dann sind die Fans auch nicht so glücklich, aber ich finde, Dennis hat das
eigentlich perfekt geregelt, also Dennis H. von der BTV, er hat direkt gesagt, okay, wir sprechen darüber. Die hatten dann irgendwann nachmittags wahrscheinlich ein Meeting und er hat abends oder am nächsten Tag, ich weiß gar nicht mehr, geschrieben, so und so sieht's aus, jeder kriegt die kriegt den digitalen Download dazu und wir gucken uns eine zweite Auflage an. Ja. Also ich finde, vorbildlich kommuniziert. Also schneller geht's wahrscheinlich nicht, weil sowas muss natürlich auch entsprechend abgestimmt werden mit verschiedenen Stellen im Haus. Ich finde, es gab dann auch Leute im Forum, die sich dann beschwert haben, ja, ich habe mir extra zwei. Ja, aber das ist trotzdem Blödsinn, sich drüber zu beschweren, wenn jemand anderes was bekommt, was man selber auch hat. Also, Das war ein bisschen seltsam, aber im Endeffekt ist es also meiner Meinung nach perfekt gelöst von Bodenseite, für die Fans perfekt gelöst. Ja. Da kann man wenig meckern, denke ich. Genau, zu der Auflage, ich weiß gar nicht, ob das Dennis auch gesagt hat, auf jeden Fall habe ich das von Hauke auf seinem eigenen Stream mitbekommen. Sie hatten mit dem Publisher von dem Regelwerk gesprochen und die hatten ihn schon von dieser 5000er Auflage abgeraten, mit der Aussage, sowas verkauft ihr nie in der Menge. Und dann haben sie eben auch zu diesem, ja, sag mal, Trick oder so gegriffen mit den 2000 Ersten, dass die noch extra was bekommen, damit sie zumindest diese 2000 loskriegen. Und dann haben sie alle. Und dann haben sie eben alle Vorhersagen der Experten pulverisiert, sag ich mal. Also, man muss sich das mal vor Augen führen, finde ich. Allein was den Umsatz angeht, das waren ja 180.000 Euro oder so, die dann da in 3-4 Stunden über die Bühne gegangen sind. Das finde ich schon faszinierend. So, also sieht man mal wieder, was für eine Kaufkraft und für einen Kaufwille in der RBTV-Community steckt, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, also, man muss dazu aber auch sagen, dass ich war da nicht so von überrascht, dass es so ausverkauft ist. Ich hätte fast gedacht, das geht noch schneller, als es dann im Endeffekt gegangen ist. Weil man hat eben die Leute gefragt, die Regelwerke verkaufen, Pen und Paper Regelwerke. Und das ist ja nicht nur ein Regelwerk, sondern es ist halt auch ein Fanartikel vom erfolgreichsten Format von Rocket Beans. Ich glaube, das spielt da auch nicht unwesentlich mit rein und deswegen überrascht es mich nicht und habe ich von vornherein gedacht, dass das vielleicht ein bisschen niedrig ist, um jetzt alle, die das überhaupt haben wollen, mir geht's da ein bisschen wie Max. Ich bin jetzt auch, ich finde viele Fanartikel ganz cool, aber dieses Ding, ich selber sehe es nicht als Fanartikel und wie gesagt, ich sehe da auch keinen Mehrwert, mir das Teil ins Regal zu stellen, geschweige denn damit zu spielen, aber umso besser, wenn andere Leute das komplett anders sehen. Entschuldigung, Max? Nee, ich wollte nur noch sagen, ich finde das sowieso ein bisschen seltsam, dass sich dann auch Leute, jetzt angenommen, da wäre nichts gekommen hinter den 5000 noch, also wäre jetzt keine zweite Auflage gekommen, da die Beschwerden, die fand ich halt ein bisschen seltsam, weil ich hab eine Kollegin zum Beispiel, die fährt jedes Jahr nach Wacken, glaube ich. Und das ist immer Krieg, die Karten zu kriegen. Und die Leute, die kaufen dann trotzdem, versuchen es nächstes Jahr trotzdem wieder, wenn sie ein Jahr keine Karten kriegen. Und das finde ich, das wäre dann auch in Ordnung gewesen. Ich überlege jetzt im Moment ehrlich gesagt auch noch, wenn die zweite Auflage kommt, vielleicht dann doch noch zuzugreifen. Es wurde ja auch gesagt, dass also jeder, der die zweite Auflage oder der ein Exemplar möchte, eins bekommt. Also da wird die zweite Auflage entweder on demand produziert oder eben in so einer Stückzahl, dass auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Ja, genau. Wobei on demand bei Büchern, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist als bei den T-Shirts, weil die Druckereien normalerweise in relativ festen Auflagen arbeiten, traditionell Ist ja auch nicht nur das Buch, sondern die ganze Pappschachtel und so weiter. Also da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter. Ja, also wie gesagt, das stelle ich mir da ein bisschen schwieriger vor als bei den T-Shirts, weil bei den T-Shirts hast du ja dann eine so eine, Druckplatte, Vorlage, die erstellst du einmal und damit kannst du dann halt die T-Shirts drucken, entsprechend mit der Farbe oder den Materialien. Ja, stimmt. Plus die Rohlinge. Wie auch immer, also ich finde auch insgesamt sehr gut gelöst von den Bohnen und ein toller Erfolg für sie. Jo, definitiv. Ist es jetzt schon das meistverkaufte Rollenspielregelwerk in Deutschland? Das glaube ich nicht. DSA 3 und 4 wahrscheinlich also noch ein bisschen. Also insgesamt
Vermutlich nicht auf einmal, wahrscheinlich schon. Also am ersten Verkaufstag vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde es tatsächlich spannend. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt vor, das zu spielen, aber ich denke, da werden auch Zeichnungen von Alvin drin sein und die Geschichten halt nochmal, eben wie gesagt, als Donnercourt mit dabei. Und das fand ich eben schön zum ins Regal stellen. Ja. Und ich glaube auch, dass es für viele vielleicht so ein niedrigschwelliger Einstieg ist, die Pen & Paper zweimal geguckt haben, aber selber noch nie gespielt haben und so jetzt das im Freundeskreis vielleicht mal ausprobieren können, wenn man jetzt nicht ganz tief einsteigen will. Ja, mir wäre es fast zu langweilig, so ein vorgefertigtes Ding nachzuspielen, aber okay, jeder wie er mag. Du darfst ja, genau. Keine Freunde haben, die das schon kennen. Oh, das so, ja, stimmt. Ja, bestimmt, wenn du einen Spielleiter machst und du Tiers kennst, dann kann es sogar sehr, sehr lustig werden, weil du halt... vielleicht schon eine gewisse Erwartungshaltung an. Nee, gut. Dann haben wir noch am 10.12., also morgen, geht es endlich mit Endgegner weiter. Genau. Die wurde schon bekannt gegeben, Thema ist Fußball, der Endgegner ist Tobi und die Kandidaten Nils und Eddie. Hoffentlich wird keiner von den dreien krank. Die haben ja zuletzt alle dreimal immer wieder mal geschwächelt. Ja, wenn sie jetzt alle einmal krank waren, dann passt es ja. Stimmt. Stelle ich mir auf jeden Fall eine, wobei ist wahrscheinlich sogar voraufgezeichnet, fällt mir gerade auf. Ja, ist aufgezeichnet. Vermutlich. Dann dürfte da ja nichts mehr schief gehen. Also ich wittere da ein Highlight für die nächste Folge bei Flo, wenn es um Fußball geht. Ja, das vermutlich. Könnte sein, ja. Für mich wird das vermutlich... wenn ich mir das anschaue, eine Folge, wo ich sehr viel Neues lerne, denn man weiß ja, ich bin große Fußballexpertin. Ja, morgen ist sowieso der Fußballtag. Um 14 Uhr fangen die an, Fußballmanager zu spielen. Dann kommt Bundesliga regulär, dann tanzt Wirt kurz, dann kommt Nerdquiz und dann kommt am Ende nochmal Endgegner Fußball. Wirt tanzt morgen, das muss ich Nerdquiz, gucken. Nerdquiz morgen auch eine Empfehlung. Das ist dann die Folge, die von Eddie moderiert wird. Mit, das Staffelfinale. Mit Gregor als Kandidat. Ach, Gregor, Fabian, Trant. Ach genau. Okay. Also zu Endgegner noch ganz kurz. Ich selbst habe ja die erste Folge ein bisschen kritisiert, weil sie mir zu schnell und zu hastig geschnitten war. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen geändert wird, aber man wird ja sehen, die Bohnen haben ja damals im Blog, glaube ich, und im Forum nach Vorschlägen aus der Community gefragt, also Verbesserungsvorschlägen, und vielleicht sind da schon der ein oder andere umgesetzt. Ja, ich glaube, das letzte Mal, die Folge war irgendwie 23 Minuten lang. Ja, war recht kurz. Im Sendeplan ist die aktuelle jetzt für 30 angesetzt und 25 Minuten sind eingeplant, weil After Dark um 21.25 Uhr anfängt. Okay. Also spricht jetzt eher nicht dafür, dass es, vielleicht haben sie eine Frage ausgenommen und deswegen läuft es ein bisschen entspannter. Ah, man wird sehen. Muss man mal gucken, ja. Genau. Ja, mittlerweile ist man ja da mit dem Feedback ein bisschen mehr auf Zack, möchte ich sagen, dass man das strukturiert annehmen kann. Habe ich so das Gefühl. Auch durch die ganze Community-Management-Konstellation. Ja, stimmt. Was tatsächlich auch unser nächstes Thema ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Das war auch mein Gedanke zu Endgegner. Das war jetzt nicht einfach nur eine schlechte Überleitung. Ja, gut. Aber dann haben wir ja zu Endgegner dann auch erstmal so alles gesagt, oder? Ich glaube. Ja. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich habe ja auch keine Ahnung vom Fußball, also ich werde auch viel Neues morgen lernen. Deswegen, ja. Der neue Community Manager ist seit 3.12., glaube ich, im Amt. Ja. Im Amt. Und er heißt... gewählt. Hinter die Bohnen. Na gut. Das ist wie so eine Militärdiktatur, wo dann irgendjemand eingesetzt wird. Vielleicht keine feindliche Übernahme war. Nee, ich glaube nicht. Genau, er heißt Luca und ist auch schon ein bisschen im Forum unterwegs, auch im Reddit. Ja. Mittlerweile auch er selbst. In doppelter Ausführung. Genau, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht das erstmal vorweg. Es hatte sich jemand einen Fake-Account LukaRBTV im Reddit erstellt. Und ist damit erst mal ein paar Stunden, glaube ich, sogar durchgekommen, dass er der Echte ist. Ja, es klang auch sehr überzeugend, was da so von ihm geschrieben wurde. Also fand ich ein witziger Fake. Ja, fand ich auch ganz lustig. War kein Schaden und am Ende wurde es dann auch aufgeklärt. Von daher
Vor allen Dingen hat das den richtigen Luca, glaube ich, erst genötigt, sich mal aktiv zu beteiligen, weil das Forum dann irgendwie ein bisschen beleidigt war, dass man sich uns nicht gemeldet hat, sondern nur auf dem Reddit. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, Luca hatte sich eigentlich nirgends gemeldet, sondern es war ein Fake. Ja. Aber jetzt ist er da und er hat sich gemeldet und er hat sich sogar bei uns schon gemeldet. Ja. Und er war im ersten Behind the Beans gleich zu sehen. Ja. Ja. Macht bisher einen sehr, sehr netten, soliden Eindruck, finde ich. Mehr kann ich aber auch ehrlich gesagt noch nicht dazu sagen. Nee, doch, also, er heißt nicht Luca B. Ja, er ist Luca R. Stimmt, genau. Und sein Handle ist, glaube ich, überall sein Name, Vorname und Nachname rückwärts. Ja. Ja, was, das wäre. Isel Luca. Irgendwas Italienisches. Nee, Luca Rizzelli, glaube ich. Rizzielli oder so. Das finden wir nochmal raus. Ja, und er kommt aus Mannheim oder Umgebung. Falls es jemand interessiert. Keine das gute. Eine Hut. Keine gute Gegend. Oh, Leute. Nee, ich kenne ja niemanden sonst aus Mannheim, deswegen. Söhne Mannheims? Xavier Naidoo? Xavier Naidoo kennst du. Ach so, doch. Der Reichsbürger ist jetzt nicht das beste Beispiel. Naja. Gut, ich habe ja nicht gesagt, dass die was gemeinsam haben, außer die Stadt. Nee, also macht bisher einen netten Eindruck, finde ich. Ja, man, also ich bin gespannt. Wir können schon ankündigen, es wird auf jeden Fall mal eine Ausgabe geben, wo er bei uns zu Gast sein wird. Also Moment. Ja doch, das Ganze ist jetzt sogar schon öffentlich in der Planung. Also wenn er die Probezeit übersteht, dann sollte das klappen, denke ich. Ja. Genau, ist jetzt im Moment noch ein bisschen undercover, hatten wir ja, glaube ich, schon gesagt, und ab Januar wird er voll einsatzfähig sein. Ja, aber das ist auch eine gute Entscheidung. Ja, das hat er auch selbst geschrieben, dass er da jetzt erstmal sich den ersten Monat die Zeit nimmt, um sich da einzuarbeiten und sich Dinge zeigen zu lassen und erklären zu lassen und eben ein bisschen reinzukommen. Ja, genau. Er ist auch nicht, also ich will jetzt keine Vergleiche zu Timo ziehen, aber er scheint auch ein bisschen näher an der BTV-Community auch vorher schon dran gewesen zu sein, weil er auch schon Game One verfolgt hat und die Bohnen auch verfolgt hat. Wie aktiv ist jetzt die Frage? Und ich glaube, wäre Flo jetzt hier, dann würde er sagen, er will ihn heiraten, denn er ist großer Filmfan. Nee, Moment. Flo hat gesagt, er heiratet ihn erst, wenn er auch Fußball mag. Ach ja, stimmt. Jetzt verkauft Flo nicht unter Wert. Ja, ist auf jeden Fall bisher ein guter Start, finde ich. Ja, wir freuen uns. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Und Grüße, Luca, du hörst uns ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass er uns immer hört, Stefan. Ja, wir schreiben einfach oben in YouTube ganz so, neuer Community Manager. Unser finales Urteil. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, dann müssen wir jetzt noch über eine Änderung sprechen, die sich mittlerweile bei allen Videos so ziemlich durchgesetzt hat auf YouTube. Es ist nämlich geplant und von Anja im Behind the Beans angekündigt worden, dass nun alle Formate, außer Let's Plays vermutlich, oder? Also da doch, darf ich jetzt. Doch, ich glaube da auch. Die auch, okay. Das macht es noch seltsamer, egal. Ja. ein Cold Opener vor der Sendung bekommen. Für alle, die nicht wissen, was ein Cold Opener ist, Beispiel, es macht jemand Moin Moin. Der sagt quasi, hallo und herzlich willkommen, wir machen heute das und das, bla bla bla, macht vielleicht einen Gag. Dann kommt das Intro und dann fängt die Sendung an. Also jeder, der schon mal Kino Plus gesehen hat, das, was die da am Anfang machen. Bei Kino Plus ist das, glaube ich, schon immer so oder zumindest schon sehr, sehr lange. Ja, finde ich bei so Sachen wie Kino Plus sehr gut. Bei der Binge finde ich die Cold Opener immer sehr lustig. Aber ob das jetzt jedes Format, ob das jetzt ein Moin Moin, ob das jetzt ein Let's Play braucht, Ja, also ich finde es auch bisschen irritierend und nervig. Aber es tut wohl den YouTube-Klicks sehr gut. Das sind, da sprechen anscheinend alle Statistiken dafür. Warum auch immer. Also manchmal, ich verstehe die Menschen nicht. Ich kann es dir sagen, warum. Weil die meisten Leute innerhalb der ersten 5 Sekunden quasi entscheiden, ob sie das Video weitergucken oder ob sie schnell wegklicken. Und deswegen setzen YouTuber am Anfang immer Sachen, die die Aufmerksamkeit der Leute erstmal erhaschen, eben diese Cold Opener gibt es auch bei vielen Let's Playern, dass sie da ein Highlight aus der Folge nehmen, damit die erstmal die ersten 5 Sekunden da bleiben
Und dann hast du sie eigentlich, wenn sie so lange da geblieben sind. Das mag ja sein, aber ich klick doch schon bewusst auf ein Video, also zumindest bei RBTV. Ja, aber ich glaube, du bist nicht die Zielgruppe. Ja, ich bin nicht die Zielgruppe. Okay. Nein, du bist zu tschüss. Alt. Nee, also ich glaube, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich kann mir, das ist wahrscheinlich die richtige Begründung, dass die Leute einfach diese 5 Sekunden brauchen, um zu entscheiden, ob sie es weitergucken. Nur für mich persönlich, ganz, ganz persönlich, ist es einfach so insofern schwierig, dass ich bin halt jemand, ich weiß dann, okay, das Moin Moin Intro geht 25 Sekunden. Ich überspringe die ersten 25 Sekunden, gucke die Folge. Gut, das spricht aber auch dafür, das dann so zu machen, weil du dann eben die Zeit nicht mehr überspringst. Ja gut, aber ich gucke dann ja die anderen 40 Minuten. Ja, so. Also, aber trotzdem nochmal 25 Sekunden weißt, mehr. Du weißt, dass du es überspringen musst an der Stelle auch schon. Und jemand, der das nicht guckt, der denkt, oh, jetzt kommt so ein langes Intro, klicke ich mal weiter. Vor allen Dingen bei den Jüngeren vielleicht. Hm. Man muss dazu sagen, dass ja wie viele andere Maßnahmen, unter anderem auch die Like-Aufforderungen, die jetzt auch in den meisten Sendungen sind, und Abo-Aufforderungen, einfach einen Schritt weiter Anpassungen an die Sachen auf YouTube, die man früher zum Teil hämisch begutachtet hat und jetzt aber festgestellt hat, oh, die YouTuber machen das, weil es funktioniert. Ach so, dann machen wir das auch. Ja, es ist mit Sicherheit auch Teil der Begründung, ja. Na, dahinter. Naja. Also mich stört's jetzt nicht so krass, solange das jetzt nicht... Du musst auch sagen, bei den meisten Sachen, die sind ja live oder live on tape, bei so Let's Plays ist es dann halt ein Ausschnitt aus dem eigentlichen Let's Play. Und gerade wenn das kurze Videos sind, ist das manchmal nicht so geil, weil du dann eigentlich das Highlight schon gesehen hast. Ja. Aber bei RBTV, dadurch, dass das eben nicht aus dem späteren Video rausgeschnitten ist, finde ich das eigentlich nicht so schlimm. Nein, schlimm ist was anderes, ja, definitiv. Ja. Ich würde also es auch sagen. Jetzt nicht die beste Erfindung, seit es Videos gibt, aber werden wir überleben. Ja, also, ich denke auch. Ich finde das, ich wollte jetzt auch kein Drama draus machen, aber es bisschen nervig ist es schon, aber es ist wahrscheinlich auch einfach ungewohnt. In 2 Monaten redet da keiner mehr drüber. Ja. Nee, und das wird auch nicht das Letzte sein, was man macht, um sich weiter an YouTube anzupassen. Am Anfang hat man ja eher versucht, so zu sein wie das Fernsehen, aber man ist halt auf YouTube und muss sich dann auch den Spielregeln anpassen im Endeffekt. Ist aber auch auf Waipu. Ja, die 2 Leute auf Waipu, die müssen das jetzt aushalten. Ich finde, also, Waipu ist einfach für mich so ein richtig guter Running Gag geworden. So. Ja gut, es ist ja, halt auch genauso wie auf Satu und auf 7TV wird sie auch so gut wie keiner gucken, der sie nicht vorher auch schon geguckt hat. Aber es ist halt eine neue Möglichkeit. Und wenn es funktioniert, ohne dass sie dafür, X-Lizenzgebühren zahlen, warum nicht? Da bekommen sie ja eher noch Geld, gehe ich davon aus. Durch die Werbung und so weiter. Ja, ja gut, wenn es keiner guckt, werden sie da auch kein Geld kriegen. Nee. Wir dürfen nicht die 100.000 Waipu-Zuschauer, die dürfen wir auf jeden Fall nicht hier ausgrenzen. Wenn ihr Waipu-Zuschauer seid und uns jetzt zuhört, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wir zählen durch. Das ist eine gute Idee. Könnt auch gerne twittern, wenn das eher euer Ding ist. Ja, aber dann bitte @realbeanstalk, sonst kriegen wir es ja nicht mit. Ja, klar. Das hatte ich jetzt vorausgesetzt, dass viele Leute das sehen bekommen. Ja, viele Leute denken aber, wir hätten Beanstalk, aber dadurch, dass das ein normales englisches Wort ist, hat das schon jemand anders. Ist eine, das ist meine Frechheit, eine absolute Frechheit. Die machen, ich glaube, Lesen für unterprivilegierte Kinder. Insofern verzeihen wir das denen ausnahmsweise. Aber ja, ist halt die Frage, was ist gesellschaftlich wertvoller, das oder wir? Gut. Ich beteilige mich nicht an dieser Diskussion. Ja. Lass uns mal zu Moin Moin 1000 und dem Geburtstag kommen. Der wievielte Geburtstag ist es? Der vierte. Vierte, oder? Ja. Ja, Moin Moin 1000 wird dann mit diesem Geburtstag am 15.01., das ist ein Dienstag, zusammengelegt. Ich bin sogar ein bisschen am Überlegen, mir da Urlaub zu nehmen. Also ich war am Überlegen, mir da Urlaub zu nehmen. Da habe ich mir gedacht so, verdammt, ich habe da Urlaubssperre. Das war's dann für mich und es live gucken. Ich weiß schon, bei wem mobile Daten aufgebraucht werden an dem Tag. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege.
Nee, ist aber, ja, ist zusammengelegt worden, finde ich eine gute Entscheidung. Ich habe gestern sogar mal nachgeguckt, die sind aktuell bei Moin Moin 986. Da sind dann einige mittlerweile auch gelöschte Videos zwischendrin. Falls ihr, also ja, das ja sind wahrscheinlich GEMA-Geschichten und so. Ah ja, das kann sein. Ja, oder das Gamescom-Ding wurde doch auch mal gelöscht, oder? Das war eine News. Ja, okay. Das also es gibt auf jeden News. Fall, ja. Ich habe mir gestern mal die Playlist durchguckt und da gab es auf jeden Fall 3 privat gestellte und auch irgendwie 2 gelöschte Videos in der Gesamtmenge. Ja, da hat vielleicht der Schröcker Musik gemacht oder so, keine Ahnung. Ja, das kann sein. Genau, die sind quasi dann so, dass es eigentlich relativ gut hinkommen wird mit der 1000. Ja. Also man müsste dann halt gucken, ob in den Januarwochen, ob über den Jahreswechsel kommt ja wahrscheinlich nichts. Man kommt jetzt wahrscheinlich nicht genau auf die 1000, aber so ungefähr sollte es schon passen. Weihnachtsprogramm ist irgendwie auch überhaupt noch nichts bekannt gegeben dieses Jahr, oder? Nee, das stimmt, bisher noch nicht. Fällt mir da gerade auf bei dem Thema. Aber also gut, entweder sind sehr spartanisch diesmal ausgestattet oder sie sind so heftig am Vorproduzieren. Das ist keine Zeit für die Ankündigung. Das ist noch keine Zeit für die Ankündigung war. Ich glaube, das wird sein. Vielleicht auch irgendwas dazwischen. Naja gut, wir kommen vom Thema weg. Ja, genau. Moin Moin 1000. Ja, es wurde angekündigt, dass das so eine Art Best of Moin Moin, also man kann im Forum schon Highlights aus den bisherigen Folgen posten, die dann irgendwie verwurstet werden und das mit vielen Mitarbeitern und Gästen da zusammengesessen wird und sich dann wahrscheinlich die Highlights angeschaut werden, drüber gesprochen wird. Finde ich eigentlich ganz nette Idee. Wird jetzt keine große Show wahrscheinlich, aber ganz witzig und dem Anlass angemessen. Ja, definitiv. Ich erwarte auch einfach sehr viel Nostalgie. Ja. Jetzt schon mal vorgeschoben. Oh ja, ich freue mich schon auf den Zusammenschnitt der Mopo-Kriege. Ja, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Ja, das war reinziehen. Am Anfang von Moin Moin, im November oder so. Oder? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung, nee, November ist vermutlich falsch, aber März, im ersten April. Jahr auf alle Fälle. Oder so, ja. Ja, war es da kuschelig, aber Nils hat den Bademantel ja immer an, insofern. Nee, das war schon sehr, sehr lustig. Das wird bestimmt ein Highlight werden. Was das habt ihr denn, habt ihr noch, fällt euch so spontan ein, was für euch so ein Moin Moin Highlight war? Die draußen Moin Moins von Andi Strauß. Oh. Ja, aber stimmt. Ich wollte gerade noch kurz sagen zu den Mopo Wars, da müssen sie sich gar nicht groß Mühe machen, weil die haben schon mal ein Highlight Moin Moin gemacht. Da können die einfach da die Stellen da rausschneiden. Aber jetzt so ein explizites Highlight bei Moin Moin ist sogar schwierig. Ich fand auch, also die ganzen Outdoor-Moin-Moins, also das ist schon die mit Andi Strauß, es gab ja auch letztes Jahr im Winter war ja Grogi einmal mit 4-5 Leuten rodeln irgendwo an so einem kleinen Hang, wo kaum Schnee lag. Oh, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Und also da gerade diese Outdoor-Dinger, da gab's schon einiges sehr Witzige. Oh, das Tandemfahren von Ede und Frau war auch sehr lustig. Ja. Die halbe gefühlte Schlägerei mit den Demonstranten, ich erinnere mich. Naja, ja. Ja, und interessant an dem Tag ist ja dann, was abends kommt. Genau. Die eigentliche Geburtstagsshow. Es kommt nämlich eine Live-Ausgabe Röps mit Publikum, involviertem Publikum, so wie ich es verstanden habe. Aus dem Delphi-Showpalast. Ja, genau. Genau, da war man ja schon ein paar Mal. Entschuldigung. Genau, da sind wir, glaube ich, alle jetzt nicht so die allergrößten Fans von, oder? Also vom Delphi-Showpalast. Also, ich stelle es mir ganz witzig vor, ich mag auch Röps, aber es sind, wie viele Leute gehen da rein? Was ist es? 200, glaube ich, ungefähr? Es schätze ich so in dem Dreh. Ja. Also es waren auf alle Fälle, ich glaube bei Beans und Eis waren es 400 und das ist auf alle Fälle deutlich weniger als was da reingeht. Gehen wir einfach mal von 200 Gästen aus, plus die Boden, das sind dann 250 Leute und die dann beim Kneipenquiz unter einen Hut zu bekommen, ohne dass es irgendwelche Ausfälle gibt, schwierig, finde ich. Da ist ja immer der ein oder andere dabei, der ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat oder der allgemein gerne reinruft oder so bei so vielen Leuten. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das dann eben wirklich tischeweise so zusammengestellt wird, das Publikum, und dass dann an jedem Tisch quasi eine Bohne so den Haupt, wie soll man sagen, den Team-Captain macht
oder so. Genau, also im Prinzip genau wie beim dreijährigen Geburtstag, oder? Da gab es doch dieses Mini-Röps innerhalb dieses... Ja, die haben ja verschiedene Formate gespielt, ne? Ach stimmt, genau. da waren es halt nur die vier Bands. Genau, da hatte jeder so eine Tischreihe, hat sich mit denen dann irgendwie, das waren ja dann auch RBTV-bezogene Fragen zum großen Teil, da war jetzt, glaube ich, die Gregors Käse-Frage und so dabei. Ja, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass es eher bodenbezogen wird, die Fragen bei Rülps. Ja, also allgemein bin ich von der Idee jetzt nicht so begeistert. Ich glaube, am aussagekräftigsten ist die Tatsache, dass ich vom letzten Geburtstag vergessen habe, dass die da Rülps gemacht haben. Ja, es war ja nur ein Minispiel. Ja, aber ich habe es trotzdem vergessen. Nee, ich finde, es ist eine nette Idee, kann man machen. Aber jetzt nicht das, was ich mir eben für einen Geburtstag von der Art von Show vorgestellt hätte. Hm. Hätte ich gern so eine Reflexionsfläche irgendwie gesehen. Ja. Aber vielleicht nimmt man Anlauf für einen fünften Geburtstag. Ja, auf jeden Fall... machen die Bohnen jedes Jahr zum Geburtstag irgendwas anderes. Genau, das ist ja auch ganz interessant. Das ist ganz cool, ja. Also, naja, was gab es denn bisher? Wisst ihr es noch? Ja, jetzt letztes Jahr, diese, wo sind die ganzen Formate? Battle of the Beans hieß es. Battle of the Beans. Ach ja, genau. Ja, stimmt, so hieß das. Das Jahr davor war, was war denn davor? Oh Gott. Hier siehst du. Ich hatte es gerade. Ich glaube nicht. Die ersten zwei Jahre war das immer so ähnlich. So eine Party, wo mit ein paar Gästen, aber wo man auf das Jahr zurückguckt. Ja, aber irgendwie, das war glaube ich noch im alten Brochurstudio. Ja, das war diese Geburtstag mit diesen Imitationen. Ich glaube, die kommen daher. Oder war das die Neujahrsshow? Aha. Hm. Ja. Und davor das Jahr war auf jeden Fall ein Bonjour einfach. Ja, beim ersten. Ja. Vielen Gästen, ja. Ja, und sowas finde ich eigentlich immer am passendsten. Ja. Finde ich auch. Ich finde es cool, dass man dann die Möglichkeit nutzt, um halt Leute dazu zu holen. Das stimmt. Aber, ja. Wobei so dieses Flair von dem ersten wird man auch gar nicht mehr hinbekommen, weil ich glaube auch dieses ganze Studio, also wo da früher auch Kino Plus und so weiter stattgefunden hat, das existiert ja alles gar nicht mehr. Ja, stimmt schon. Ich bin ja auch. Also das Studio schon, sie haben es halt umdekoriert. Nee, ich meine jetzt auch die ganzen Möbel und so weiter. Also ja, aber ist doch egal, ob die jetzt auf der alten Couch oder auf der neuen sitzen. Ja, wobei dieses alte Ding fand ich schon ein bisschen so. Ja, ich weiß auch nicht. Das hat ein bisschen fröhlicher gewirkt. Ist der Nostalgiefaktor. Ja. Sie können es ja nochmal nachbauen. Oder sie setzen sich ins Greenscreen und machen das alte Studio rein. Genau. Gut, dann haben wir auch noch genau in der Woche, wo der Geburtstag gefeiert wird, nämlich am 18.11. ein neues Projekt von Florentin. Wird ein neues Pen & Paper auf dem Sender leiten, damit sein zweites Pen & Paper nach Animal Squad und es wird in einem Fantasy-Setting spielen. Ja, war was ganz Neues. Hatten wir als Pen & Paper bei RBTV noch nie Fantasy. Genau. Wobei es eigentlich der Standard ist, oder? Ja. Allgemein für... Rollenspiel-Szenarien, ist auch bei RPGs. Genau, das ist so das Klassischste. Ich glaube, wenn man es ranken müsste, wäre wirklich Fantasy relativ weit vorne, dann würde wahrscheinlich sowas in die Richtung Cyberpunk kommen, was auch sehr, sehr viele spielen. Hm. Und dann danach wahrscheinlich irgendwie Cthulhu oder so, irgendwas in 20ern oder so. Also, DSA ist ja quasi auch so ein Fantasy. Nicht quasi, DSA ist voll Fantasy. Ja, High Fantasy. High Fantasy. Ja. Also als Spieler bin ich nicht so der Fan von High Fantasy. Zum Gucken müsste ich mal schauen, wie das dann so ist. Ich bin nicht so der Fan von Magien-Rollenspielen. Die wird ja diesmal auf jeden Fall eine Rolle spielen. Sogar eine große Rolle hat Florentin angekündigt. Ja. Ach, das ist schon angekündigt? Ich glaube, das hat er gesagt, wenn ich mich... Ja, gut. Ist ja auch, das Fantasy impliziert das ja auch immer so ein bisschen. Aber naja, also, wenn du Low Fantasy hast. Ja, okay. Ja. Aber, also auf alle Fälle dann eher High Fantasy. Ja, aber Low Fantasy ist halt langweilig. Und, das, ey! DSA wird es auf jeden Fall nicht, hat er gesagt. Aber verstehe ich auch. Da ist die Welt einfach viel zu groß, um da die Leute reinzuwerfen. Hat er ja auch früher schon gesagt, dass er es nie auf dem Sender machen wird. Ja. Was er auch noch gesagt hat, ist wieder vier Mitspieler. Keiner der. Bands oder Besen, wie sie intern genannt werden. Mittlerweile auch extern. Ja, auch extern mittlerweile. Und einer aus dem Animal Squad Team. Genau.
Da würde ich mal spontan vermuten, Andreas. Ja, wäre auch mein Tipp. Also alles andere, ich glaube, Fabian würde, aber bei dem ist zeitlich das ein bisschen schwierig. Und ich denke, Andreas, ich weiß nicht, der kommt mir spontan so vor, als ob der in die meisten Regelwerke so problemlos reinkommen würde. Und Gunnar, denke ich mal, können wir auf jeden Fall ausschließen. Ja, so als externer Spiel. Und Lars, ich weiß auch nicht, ob Lars so richtig angefixt wurde bei einem Squad. Ich habe aber Lars als Elfe, so als Kleine, so Tinkerbell-mäßig. Na, so als Gnom oder so. Ich habe da auch im Forum gelesen, ist jetzt ein bisschen Metadiskussion, aber dass Lars inzwischen auch freitags gar nicht mehr bei RBTV ist, das wäre dann auch zeitlich ein bisschen schwierig. Ja, gut, okay, ließ sich wahrscheinlich wieder ändern, aber ja, macht es dann doch ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, stimmt, guter Punkt, ja. Ja, wobei zum Thema Externe ist mir so über Nacht eingefallen, was wäre denn, wenn Hauke als Mitspieler dabei wäre? Könnte ich mir sogar vorstellen. Ja. Weiß nicht, wie realistisch das Ganze ist, aber irgendwie... aber hattest du nicht neulich intern erzählt, dass der mit Auswanderungsplänen spielt? Hauke spielt auf seinem eigenen Stream mit so vielen Plänen. Ah, okay. Ich würd da nicht zu hoch hängen. Na gut, ich hatte das so verstanden, als wäre das jetzt mehr oder weniger. Das hat er dann danach auch selbst schon wieder relativiert, also ja. Ja, wäre natürlich interessant. Also ich habe gerade überlegt, ich könnte mir tatsächlich bei die wirklichen Optionen so in meinem Kopf wären halt Fabian oder Andreas. Und bei Fabian weiß ich, also in meiner Vorstellung, ich weiß jetzt nicht, wie es für ihn wirklich ist, aber für den könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass High Fantasy nicht so für ihn ist. Er ist ja doch eher der rationale Typ. Ah, stimmt. Na gut, es gibt auch in High Fantasy rationale Charaktere. Nur weil es Magier gibt, heißt es ja nicht, dass du Magier... Du kannst ja auch den Hauke aufspielen. Ja, aber mir geht es ja nicht darum, was er spielt. Klar kannst du bei jedem einfach sagen, der spielt so, wie seine Persönlichkeit im echten Leben auch ist. Aber wenn er mehr der rationale Typ ist, hat er vielleicht nicht so Bock auf Elfen und Feuerbälle. Ich verstehe, was du meinst. Auch wenn man dann einen rationalen Typ spielt, ist es vielleicht ein bisschen nervig, wenn man dann von irgendeinem Zauber ausgebremst wird. Also... Könnte ich mir vorstellen, vielleicht hat der da auch voll Bock drauf und in Wirklichkeit ist Fabian und nicht Andreas. Ich verstehe, was du meinst. Wir wissen es ja nicht, aber... Ja. Bei den weiteren Kandidaten, da stochern wir ja alle komplett im Nebel. Ja, ich fände es spannend, wenn mal eine Frau dabei wäre. Ja, ich habe eben, jetzt gerade, wo du externer gesagt hast, da kommen wir auch später nochmal zu, aber ich finde Eva wäre... eine gute Besetzung für ein Pen and Paper. Für ein etwas lockereres Pen and Paper. Ja, aber bei ihr ist dann, glaube ich, auch wieder entfernungstechnisch und so schwierig. Okay. Wo kommt Eva denn her? Wissen wir das? Ich glaube auch irgendwo aus NRW. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist sie gemeinsam mit Hanno zu dem Funk-Pen and Paper angereist. Ich habe gehört, in NRW sind die Autobahnanbindungen generell sehr schlecht. Ja, gut, aber du weißt, was ich meine, da müssen immer die Termine gefunden werden und nicht mal irgendwie spontan, also was heißt spontan, aber nicht mal eben vorbeikommen. Ja, das stimmt schon. Also extern würde ich jetzt auch mal gedanklich tendenziell eher ausklammern. Oder wobei Katjana. Oh, Katjana. Da wurde ja auch gesagt, dass sie in Zukunft öfter, dass man schon mit ihr plant, aber... so ein bisschen ominös war, was, wann, wie, warum. Vielleicht ist das der Kontext, in dem man sie häufiger einbinden möchte. Stimmt, wobei ich mir Katjana gar nicht als Spielerin vorstellen kann. Ja, aber die ist doch in die Schauspielrichtung. Ja, definitiv. Nur meistens hast du ja eher bei Pen and Paper Anfängern, dass man denen empfiehlt, zu sagen, spiel etwas, was deinem Charakter entspricht. Also das ist ja so ganz oft die Aussage, die kommt, wenn Leute noch nicht so viele Berührungspunkte zu Pen and Paper haben, weil das ist einfacher, als stundenlang in einer Rolle zu spielen und die Entscheidung. Aber übrigens, ihr hattet recht, ich habe gerade auf Deutschland 3000 nachgeschaut, Eva ist zusammen mit Hanno dahin gefahren aus dem Münsterland, das heißt, sie ist auch NRW angereist. Ne, NRW ist NRW. Aus NRW, ja. Ob jetzt Köln oder Duisburg, ist doch alles eins. Wie weit ich von Münster weg bin? Boah, 2 Stunden im Auto. Ah, so weit? Ja gut, ich habe keine Ahnung von Geografie, man merkt es vielleicht. Also, das sind... Nee, also
Eva denke ich auf alle Fälle auch eher unwahrscheinlich, dann wirklich, wenn externe Frau, dann würde ich auf Katjana setzen, ansonsten würde ich sagen Mara. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ist irgendwie naheliegend, aber sie hatte ich überhaupt noch nicht in meinem Gefühl, warum auch immer. Ja, und ansonsten habe ich noch keine wirklichen Tipps. Ich habe aber gesehen, Max, du hast schon im Forum Vermutungen angestellt. Das mache ich aber jedem Pet. Das mache ich aber jedem Pet. Wie war denn bisher deine Trefferquote? Hast du die mal ausgewertet? Also tatsächlich habe ich beim letzten Mal Andreas und Gunnar getippt. Und das war bei Animal Squad. Das war dann auch richtig. In Miri, glaube ich. Und also auf Fabian. Ja, Fabian war ist halt die größte Überraschung beim letzten Mal. Genau. Diesmal habe ich tatsächlich, das ist kein Tipp, sondern einfach, was ich am liebsten sehen würde. Es wäre einmal Colin, Miri, Ilias. Ilias würde ich mega gerne in einem Pen and Paper sehen, hätte ich voll Bock drauf. Und Tobi Escher. Tobi Escher finde ich auch irgendwie spannend zu sehen. Ich glaube, dem würde sowas tatsächlich auch taugen, so vom Gefühl. Man denkt immer, wenn man Tobi Escher sieht, dass der relativ, weiß ich nicht, konservativ irgendwie schüchtern ist, aber ist der überhaupt nicht eigentlich. Nee. Das macht, glaube ich, der Haarschnitt. Ja, hat die gut. Und er ist ja auch Fantasy-affin, er ist ja großer Game of Thrones-Fan. Ja, stimmt. Also er ist da nicht. Vielleicht ist es auch sowas, was in die Richtung geht. Ich weiß jetzt nicht, wie Florentin da involviert ist in der Welt, aber das fände ich auch mal interessant. Das würde auch für Zuschauer anlocken. So, das würde, glaube ich, ein gutes Argument sein, das Pen and Paper zu schauen. Wenn du sagst, so spielt in Westeros in irgendeiner Form. Das dürfen die nicht. Da werden die so hart verklagt. Es gibt so aber hart von offizielle Game HBO. Of Es gibt offizielle Game of Thrones Pen and Paper. Ja, selbst dann müssten sie es halt lizenzieren, um es on air spielen zu dürfen, Stefan. Du kannst nicht einfach irgendwas sicher? Nehmen. Naja, du kannst ja auch kein Buch einfach vorlesen auf dem Sinn. Das musst du auch lizenzieren. Gut, aber ja, du kannst ein Spiel, was von einem Publisher gemacht ist. Ich bin der Meinung, dass du es auch nicht darfst. Nintendo hat das ja auch eine Zeit lang Let's Playern eigentlich untersagt, dass sie Nintendo-Spiele einfach ohne Lizenz sagen wird. Das ist bei Let's Playern auch so ein großes Ding, dass die eigentlich die Lizenzen von den Publishern brauchen, um die Spiele überhaupt spielen zu dürfen. Okay. Deswegen sind ja viele Let's Player in YouTube-Netzwerken. Also du darfst es nicht einfach so. Nein, du hast recht. Ich glaub sowieso nicht, dass Florentin ein fertiges Pen and Paper nachspielt. Nee. Glaube ich auch nicht. Also man könnte es in einer ähnlichen Welt machen, aber ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Spielt da Magie eine große Rolle? Ja. Kommt, ja. Eher nicht. Große. Das ist dann schon mehr Low Fantasy. Es gibt Magie und es gibt magische Vorkommnisse, aber keine. Es spielt sich die Hauptrolle. Es ist eher mystik. Ja. Ja, dann wird es ja auch nicht zu dem passen, was Florentin dann gesagt hat. Ja, stimmt. Ja. Nee, stimmt. Wer hat nur so mein letzter Gedanke war halt, okay, wir wollen Zuschauer ziehen, wir machen das Beste raus, Pen and Paper. Ja, vielleicht wird es irgendwie was WoW-mäßiges, oder? Florentin hat auch viel WoW gespielt. Ja, das könnte, das ist ja klassisches Fantasy, da gibt es Orks-Elfen. Ja, deswegen. Das ist dann eher so ein bisschen, um sich zu orientieren, wie vielleicht bestimmte Rassen aussehen oder so. Ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe Bock. Mein Lieblingstipp ist aktuell Ilias. Halte ich für unwahrscheinlich. Kann ich mir, also ich glaube, der braucht eher direktivere Sachen, wo er sich vorher die Moderation auch schon vorschreibt und das Konzept kennt. So gefühlt. Naja. Lassen wir uns überraschen. Es dauert ja nicht mehr so lange, es sind nur noch 5 Wochen. Um Gottes Willen, das Jahr ist schon wieder vorbei. Ja. Gut, dann gehen wir mal zum Hauptteil über, nachdem wir jetzt die News abgearbeitet haben, soweit. Waren Game aber Date. Auch wichtige News. Ja, stimmt, waren wichtige und ausführliche News auch diesmal. Game Date ist in den letzten Zügen. Eine Folge erscheint nächste Woche noch. Es ist allerdings von Anfang an irgendwie in den letzten Zügen. Ja. Das Thema hat meine letzte Ausgabe schon. Schwieriges Thema. Genau, wollten wir auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal erwähnen. Gestern lief ja das Joyce Ilk die Game Date-Folge.
Die war ganz solide. So, also konnte man gut gucken. Der Teil, die haben einmal Fangen gespielt, quasi mit so einer Wasserpistole Fangen gespielt in einem Labyrinth, in so einem Maislabyrinth. Das war cool. Das wurde irgendwann im Sommer aufgenommen. Ich erinnere mich da noch dran, dass da auch Krogi, glaube ich, mit der Drohne unterwegs war und so weiter. Das wurde alles schon vor längerem aufgenommen. Ja, aber da war es relativ publik, dass sie gerade aufnehmen. Ja, das wurde auch auf Instagram irgendwie oder so, gab es Bilder dann von diesem. Aber schon, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt erstmal bei der Diskussion raus. Ich habe die Folge gestern nicht gesehen. Ich habe sie heute Morgen geguckt, tatsächlich. Hm. Ja, ich würde es auch lange darüber sprechen. Ja. Es ist halt wie jede andere Game-Date-Folge. Joyce ist sympathisch auf jeden Fall. Am Anfang spielen sie Street Tekken. Ich verwechsel die beiden Spiele immer. Also das mit den Bären ist Tekken, ja, stimmt. Also war nett anzuschauen, waren halt 30 Minuten. Also was halt cool war halt, dass in dieser Corn Maze, in diesem Labyrinth, das war halt lustig. Corn Maze, meine Güte. Da holt er die englischen Wörter raus. Was? Sag doch Maislabyrinth. Ja, aber Korn, ich muss da an Rollercoaster Tycoon denken, da habe ich auch immer. Okay. Ja, also sie haben quasi Real Life Pac-Man gespielt in diesem Labyrinth. Es war, also man merkte auch, dass dem Gast ein bisschen zugespielt wurde, glaube ich, oder es wurde irgendwie geschnitten. Was mir auch aufgefallen ist, dass bei Tekken da schon Punktestand stand, bevor sie die erste Runde angefangen haben. Also da stand schon 1-2, als sie angefangen haben zu spielen. Achso, ja, sie haben wahrscheinlich vorher ein bisschen. Ja, also es war auch ein bisschen anders vom Konzept her, weil sie halt nicht direkt das Spielen angefangen haben, sondern das Interview erst gemacht haben und dann gespielt haben. Und dann konnte Joyce auch nicht so wirklich Fragen beantworten, während man Tekken spielt. Aber so mit die da saß, die hat eh nur auf einen Knopf gehämmert, aber gewonnen. Wenn es der richtige Knopf ist. Ja. Button-Smashing hilft dann manchmal schon. Also, die Ergebnisse geben ihr recht. Ja. Und beim Labyrinth war es dann im Endeffekt auch so, dass es gab 10 Minuten Zeit, um alle Geister zu fangen. Man hatte dann insgesamt 4. Unfairerweise auch Wirt als Geist, den man fangen muss. Bei den Waden. War ein bisschen unfair. Aber sie haben es dann beide geschafft. Nur Nils war ein bisschen schneller als sie. Also ich weiß gar nicht, aber ich glaube unter 5 Minuten oder irgendwie so in dem Dreh hat er es geschafft. Ja. Und sie war kurz vor Ende der Zeit dann, wo die Geister auch... Haben die es nacheinander... Genau, also der jeweils andere war dann der 4. Geist. Und bei ihr war es dann so, dass die am Schluss auf einem Bein hüpfen mussten, die noch übrig waren. Und die allerletzte musste dann auch permanent ihren eigenen Namen rufen. Genau, es gab halt so Kisten, da waren irgendwelche Hilfen drin. Ja, aber weiß ich eben nicht, ob man das rausgeschnitten hat und ob das Kisten waren oder ob das jetzt redaktionelle Methoden waren, dass sie es noch schafft, vor Ablaufzeit die Leute zu fangen. Waren Kisten, da stand dann drauf. Kisten? Also als die Joyce, Nils hat nur eine Kiste gelootet, da hat er einfach 30 Sekunden extra bekommen. Aber zum Beispiel bei Joyce... die hatte das halt mit dem Froschhüpfen und so, aber die Kisten wurden meiner Meinung nach nicht gezeigt. Du drauf standen, die hüpfen jetzt permanent auf einem Bein und du rufst permanent deinen eigenen Namen. Ja, das war irgendwie ein bisschen schwierig. Also die sind dann immer... man hat gesehen, wie sie in Richtung der Kiste gegangen sind, dann haben sie immer umgeschnitten wieder auf diese totale. War vielleicht ein bisschen ungünstig geschnitten, aber das waren schon Waffen. Also waren Kisten, ich habe es nicht so genau rausfinden können, aber es schien auf alle Fälle so gedacht, dass sie auf alle Fälle das dann schafft am Ende der Zeit auch. Ja. Also war ganz okay, fand ich tatsächlich vom Flow her auch besser als die andere Folge, die ich gesehen habe. Das war die mit Larissa Ries, obwohl ich Larissa Ries den sympathischeren Gast fand und die Themen eigentlich auch. Also das Labyrinth fand ich im Endeffekt genauso gut wie das, wie heißt's? Den Escape Room. Das andere Spiel fand ich aber besser. Also Tekken fand ich jetzt nicht so spektakulär und dieses VR-Spiel fand ich auch nicht so geil. Das fand ich cool, das hätte ich gerne mal gespielt. Ja, aber das sah irgendwie lame aus.
Na, weiß ich nicht. Ich fand das ganz cool. Ja, naja. Also mir hat die Beat Saber, was sie mit Larissa Ries gespielt haben, besser gefallen als VR-Spiel. Und ich glaube, Larissa hatte da auch mehr Spaß mit als die anderen beiden. Generell zu Game Date sagen, es ist keine schlechte Unterhaltung, auf gar keinen Fall. Es ist halt einfach komplett und komplett unterm Radar, komplett, ich würde schon fast sagen, stiefmütterlich behandelt worden von Red Bull und von RBTV. Aber das ist ja nicht das Problem von Game Date. Der Folgen an sich, nö, die von den Folgen an sich nicht. Oder die Folgen an und für sich haben ja trotzdem ein Problem. Auch wenn man die jetzt super promoted hätte, wären die nicht 1A-Unterhaltung. Nee, aber es ist auch keine schlechte Unterhaltung. Also die Jägermeister-Sache war besser. Die war wesentlich unterhaltsamer. Ja, definitiv, ja. Das zum einen, und ich habe da auch länger drüber nachgedacht bei dieser Folge mit Larissa Ries, warum mir das jetzt nicht gefallen hat, weil wie gesagt, die Elemente fand ich ja alle cool und Larissa Ries war auch cool und lustig. Und ich bin der Meinung, dass da, also irgendwie beim dramaturgischen Aufbau oder beim Schnitt, was im Argen war und bei den Übergängen halt allgemein bei der Moderation, dass das irgendwie nicht so cool gelöst war. Eigentlich die Elemente waren ja alle da, nur irgendwie hat das hat trotzdem nicht zusammen funktioniert. Und mir ist das ein Rätsel, warum. Weil das hätte eigentlich eine sehr coole Folge von irgendwas sein können, aber es war es irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Da bin ich bei dir. Die Larissa Ries-Folge habe ich auch gesehen. Also da kam es mir auch irgendwie so insgesamt so, die Einzelpunkte waren okay, jetzt nichts Überragendes, aber wie Max sagt, kann man es sich eigentlich gut geben, aber so insgesamt war das Ergebnis bei dieser Folge irgendwie war halt da, aber passt alles nicht so recht zusammen. Ist irgendwie, seltsam. Ja, also wie gesagt, es war cool, aber ich bin danach rausgegangen und habe gedacht, boah, jetzt habe ich aber ein cooles Video geguckt. Also, mir ist es ein bisschen unverständlich auch, deswegen habe ich da so drüber nachgedacht. Naja, jetzt kommt noch eine Folge, glaube ich, Game Date. Ich weiß gar nicht, wer da zu Gast ist. Weiß irgendjemand Unbekanntes. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe mir das eben nochmal durchgelesen. Immer diese unbekannten Gäste. Ich weiß aber, was passieren müsste, wenn sie das nicht rausgeworfen haben, müsste das die Folge sein, wo sie diesen Bubble-Fußball im Fußballstadion in Leipzig gemacht haben. Stimmt. Ja. Weil, da gab es Kontroverse wegen Rasenballsport Leipzig, ne? Da haben sich doch manche Fußballfans dann echauffiert. Was heißt da manche? Alle? Jeder, der richtiger Fußballfan ist? Egal. Das mache ich jetzt nicht auf. Ja. Also, ich weiß es auf alle Fälle noch, weil da ja Community-Leute mitgespielt haben. Weil da brauchst du logischerweise ein paar mehr Leute. Ja. Und das müsste jetzt noch kommen. Ja, das stimmt. Das lief, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, müsste eigentlich. Achso, bist du kommen? Oder? Ja, denke ich auch. Gut. Naja. Dann müssen wir das. Wer nicht, ich den Gast nochmal kurz nach. Wer nicht kommt, sind Gäste zu NDA. Ja. Moment. Dreimal in Folge. Ja, genau. Dreimal in Folge haben die Gäste bei NDA jetzt abgesagt. Und entsprechend wurde dann ein Ersatzprogramm versucht, von dem Boden aufzustellen. Wir haben es auf den Plan geschrieben, weil, also mindestens zwei von uns, ich glaube, weiß gar nicht unbedingt. Aber wir sehen das, glaube ich, alles jetzt so, dass die Notlösungen eigentlich auch ganz schöne Lösungen waren, oder? Auf jeden Fall. Also ich fand jetzt gut, diese Weihnachtsmarktfolge fand ich jetzt nicht so überragend, aber war auch ziemlich gut, also auf dem Niveau einer normalen NDA-Folge. Und die ersten beiden, Notlösungsfolgen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also, die habe ich nicht gesehen, glaube ich. Oder? Was ist das? Das wäre einmal die mit Gunnar. Mit den Spielen. Ich nicht gesehen. Und die andere war. Die andere kriege ich gerade auch jetzt nicht mehr hin. Ich glaube, das war eine neue NDA-Folge ohne Gast, oder? Also. Was war denn da? Da kommst du jetzt auch nicht drauf. Auf jeden Fall das Gunnar, das Spiele-Ding und die Weihnachtsmarkt-Folge fand ich beide super. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich bin ja normal jemand, ich schaue mir nur die Clips dann mal von NDA an, wenn irgendwas mir empfohlen wurde oder ein Timecode, dann nicht die ganze Show. Von daher, das war aber cool. Also ich finde, sie haben es besser ausgemacht. Ich würde fast sagen, sie brauchen gar keine Gäste, sie würden allein die bessere Show machen. Ja, da kriegen wahrscheinlich Andreas und Lars einen Nervenzusammenbruch. Und warum?
weil ja. die beiden, oder beziehungsweise Lars hat es auch im letzten Behind the Beans angesprochen, dass NDR eigentlich immer um die Gäste rumgestrickt wird, also die Eingangsgags dann zwischendrin Spiele oder was auch immer gemacht wird, und wenn dann kurzfristig ein Gast absagt, kann man Großteil von der Vorbereitung einfach komplett in die Tonne kloppen. Also die bereiten eine Woche lang vor, ja. Und wenn der Gast am selben Tag absagt, ja, stehen die wieder auf Null. Das muss richtig bescheuert sein für die. Ja, gut. Kann ich mir vorstellen. Ja, bei mir als Zuschauer ist der. Ja, okay. ist das ja erstmal nicht präsent und dann ja auch mal erstmal egal, weil ich will ja nur sehen, was passiert. So, liebe Leute, ich habe jetzt auch nachrecherchiert. Der letzte Gast heißt Erne Mbeli. Kenne ich dich, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Vielleicht ein Fußballspieler. Nee, ich glaube nicht. Mir ist übrigens aber dafür gerade eingefallen, was der andere Gast war. Das war die Folge, bei NDR, wo Florentin, wo Finn Kliman abgesagt hat, wo sie dann gekocht haben im Studio. Mit dieser von Kochma. Live das Ende ihrer Sendung verkündet, genau. Hat bei NDR. Das war also diese Kochsendung, da war auch, das war auch sehr witzig und auch, muss ja dann auch sehr spontan alles geplant gewesen sein. Und da hat man überhaupt nicht gemerkt, dass das aus der Not geboren war. Die wird Finn wahrscheinlich geschickt haben, die hat doch auch irgendwie so ein bisschen mit dem Klimansland zu tun. Ich glaube nur mit Funk, dass sie irgendwie über Funk mit dem Klimansland, ich weiß auch nicht mehr genau, aber ja. Ah, okay, Erne Mbeli ist ein FIFA-YouTuber. Ah. Ja, der von Team Expert verpflichtet wurde und so schließt sich der Sponsorenkreis. Stimmt. Ja, okay. Ja. Wisst ihr Bescheid? Auf alle Fälle Fußball, dann wird es auch passen. Hm. Naja. Gut. Der kann wenigstens dann das Spiel, was wir am Anfang spielen mit ihm. Hm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu Wost Waldemar über. Ja. Könnten wir vielleicht noch mal kurz über NDA reden? Ich war jetzt so im Recherchieren, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin. Ja, dann sag doch was. Genau. Wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, die Weihnachtsmarktfolge fand ich sehr gut. Ich hätte mich da aber gefragt, weil da war es ja nicht angekündigt, wer ursprünglich der Gast hätte sein sollen, weil die Mats hatte man scheinbar nicht so ganz spontan produziert, denke ich, weil die war auch gesponsert und zwar von Jochen Schweizer. Und die war mir ein bisschen schleierhaft, weil wie gesagt, sie war gesponsert von Jochen Schweizer und daraus haben sie ja auch einen Gag gemacht. Was machen sie dann? Sie gehen zur Tanzschule mit Jochen Schweizer? Also das fand ich ein bisschen Kategorie vergebene Chancen. Also ich weiß natürlich nicht, wie die Bedingungen von dem Sponsoring waren. Vielleicht haben die gesagt, ey, wir suchen jemanden, der zeigt, dass man bei Jochen Schweizer auch Tanzstunden buchen kann. Was eigentlich Quatsch ist, weil Jochen Schweizer will ja dann auch noch einen Anteil, dann zahlst du mehr, als wenn du direkt zur Tanzschule gehst. Vielleicht war es aber auch andersrum, dass sie tanzen gehen wollten und dann Jochen Schweizer als Sponsor gefunden haben dafür. Das kann natürlich auch sein, aber es ist mir trotzdem ein bisschen mysteriös. Aber das war, da habe ich am Anfang, wenn da eine Einblendung war, oben links, habe ich dann verpasst und habe mich dann gewundert. Ja, jetzt reden sie über Jochen Schweizer und im Auto hatte Lars auch so ganz schlecht so einen Beutel, wo Jochen Schweizer drauf stand und hatte den so extra, dass man ihn lesen kann in der Kamera. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist aber ein Sponsoring. Und dann die mittendrin war dann mal die Einblendung, die ich dann auch gesehen habe. Ich weiß nicht, ob am Anfang eine war. Doch, war auch. Also während der Fahrt stand oben irgendwie im Text Powered by Jochen Schweizer oder so irgendwas. Also, okay, ja, habe ich auf alle Fälle nicht gesehen. Bei den Bohnen ist dieses präsentiert von, ja leider ohne Ton. Bei ProSieben ist ja immer so ein Ton, dass man weiß, dass man gucken muss. Das habe ich dann leider verpasst. Dieses Grau in Weiß auf Hellgrau ohne sonstige Hervorhebungen in normale Schriftgröße verpasst man leider ab und zu mal. Ich habe gerade sogar mal auf der Jochen Schweizer Seite geguckt, also sie scheinen wirklich alles zu machen. Ja, mittlerweile machen die alles, aber ich sag nur, liebe Leute, wenn ihr tanzen gehen wollt, geht zur Tanzschule und zahlt nicht Jochen Schweizer dafür auch noch Geld, das ist ja Bullshit. Ja, also die machen alles vom Fallschirmsprung über Tanzen bis hin zu Erlebnissen mit Tieren, also streichelt so oder so. Was? Ja, weiß ich auch nicht, versteht ihr. Da würde ich auch einfach einen normalen Streichel zu. Ja. Ja, stimmt schon. Also dieses Jochen Schweizer steht ja eigentlich mehr so für das eben dieses Fallschirmspringen oder Panzerfahren oder was auch immer. Ja, genau. Zum Panzerfahren würde ich auch zu Jochen Schweizer
jeden, aber ja, zu einfach tanzen, zur Bundeswehr ist auch ein bisschen schwierig. Kannst du schon machen, aber ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist und ob die dich dann wirklich an den Panzer lassen? Nee, lassen sie nicht. Ich war ja beim Bund. Naja. Okay, ich habe das Gefühl, da steckt eine Geschichte, die erzählen wir mal anders. Im Jahresspecial machen wir. Ja. Freut euch auf unsere Ausgabe. Wie heißt die Bundeswehr-Spezial. Von der Bundeswehr. Die Rekruten. Stefans Panzertrauma. Nee, ich habe kein Panzertrauma. Alles cool. Ja, sie haben dich ja nicht rangelassen. Ich wäre fast von Panzer überrollt worden. Aber andere gut, Geschichte. Gut, Jahresspecial. Ja. Ja. Nee, dann lass uns jetzt mal Waldemar finden, oder? Ja, den haben wir ja schon gefunden. Ich fürchte, es ist nicht mehr viel davon jetzt. Ja. Das neueste Funk-Pen and Paper, geleitet von Hauke, Altspieler Hanno, Eva, Schulz von Deutschland 3000, Budi und Nils, die Geschwister gespielt haben, was ich eine sehr schöne Entscheidung fand. Ja, im Prinzip, auch also Budi und Nils jetzt. Ja, genau. Im Prinzip war das auch alles ziemlich gut ausgespielt, muss man sagen. Also es ging halt im Prinzip einfach darum, wir müssen ein Schwein finden. Im Ersten Weltkrieg. Genau. Also Ende des Ersten Weltkriegs. Ja, genau. Ende des Ersten Weltkriegs und sie waren an der holländischen Grenze? Genau, in Lobberich. In Lobberich. Das ist, gehört einer heute. Kirche, die jetzt heute keine Kirche mehr ist, so wie ich das verstanden habe. Und echt? Ich glaube nicht. Die damals das Weißen haben. Ja, sonst hätten sie keinen irgendwie Erhaltungs-EV-Verein, sondern die normale Kirche. Also es wird wahrscheinlich eine, weiß nicht, wie heißt dann sowas, eine entweihte Kirche. Da wird dann der Segen irgendwann aufgenommen und dann kann man es normal benutzen. Wenn es eine katholische Kirche ist, ich kenne mich aber auch nicht aus. Das sah schon katholisch aus. Ich weiß es nicht. Also schien auf alle Fälle nicht als Kirche benutzt, da war ja auch kein Altar. Stimmt. Also kein und Tabernakel oder so habe ich auch nicht gesehen. Was? Die Evangelien. Tuberkel. Was? Ja, das ist falsch. Tabaluga? Also ich bin der Meinung, dass das richtige Wort ist. Ja, nee, hab ich auch schon mal gehört, aber ich sehe schon, du bist nicht katholisch. Egal. Hey. Das ist, wo man die Eucharistie. Egal. Okay, mehr dazu im Kirchencast. Wo ist Waldemar? Wie gesagt, wir haben die Kinder, die das Schwein am Ende des Ersten Weltkriegs suchen, weil alle haben Hunger und das fetteste Schwein des Dorfes ist weg. Das ist die Prämisse. Das letzte Schwein sogar. Ja, und das fetteste. Ja. Genau, und gleichzeitig dazu sind nämlich auch die Franzosen eingefallen und haben das Dorf besetzt. Genau, und es sind Waisenkinder. Deswegen, also das spielt in dieser Kirche, ist dann auch das Waisenheim angesetzt. Wobei die Kirche selbst nur eine ganz kleine Rolle zu Beginn spielt. Genau, also da ist einfach das Waisenheim. Das ist jetzt nicht so geschichtsträchtig wie mit dem Westfälischen Frieden in Münster bei 1648. Was ich mir nochmal anlesen musste, weil ich irgendwie das Pen & Paper nicht mehr so richtig in Erinnerung hatte. Wo ist Waldemar? Ja, insgesamt ein sehr, sehr, sehr schönes Abenteuer, wie ich finde. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, eine von der Charaktertiefe, Charakterkonstellation, die Hauke da jetzt auf die Beine gestellt hat, die ist fast unerreicht, würde ich sagen. Bei seinen anderen Pen and Paper, also hat sich alles sehr harmonisch, sehr organisch angefühlt, also das war jetzt nicht immer, sie treffen Charakter X und dann würfen sie auf Menschenkenntnis, gucken, ob er sie anlügt und dann überreden sie ihn, noch mehr Informationen zu geben, sondern das hat alles ineinander irgendwie gegriffen, jeder Charakter stand mit einem anderen irgendwie in Verbindung, also das hat irgendwie alles sehr, sehr gut funktioniert und hat sich sehr, sehr rund angefühlt. Ja, und nichts gegen Menschenkenntnis. Das ist mein Lieblingsskill bei Pen & Paper. Und die Verbindung der NPCs untereinander, die kam aber auch erst nach und nach zutage. Genau. Also jetzt nicht so eins, sie gehen zu dem und danach ist klar, was mit ihm los ist, sondern das
mussten sie eben herausfinden. Der Zuschauer hat es auch erst nach und nach herausgefunden. Also das war wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Und ich finde auch die ganzen Charaktere, die von Hauke übernommen wurden, hatten auch eine sehr angenehme Tiefe. Ansonsten hatte ich bei ihm auch öfter mal das Gefühl, wie es ja meistens ist, also jetzt auch gar kein Vorwurf, aber dass es eben so ist, dass gewisse Charaktere von ihm eben nur da sind, um irgendeinen Punkt klarzumachen oder irgendeinen Charakter eben darzustellen, aber um eben nur das zu machen. Und hier war es dann doch anders, dass dann eben, ja, es war eine Tiefe da, es kam rüber wie richtige Menschen. Ja, und es war auch so, dass auch die Handlungsorte da zur gewissen Tiefe noch was beigetragen haben. Ich fand zum Beispiel, ganz oft hat man, nicht nur bei Hauke, sondern ganz oft in einem Pen and Paper, man geht an Ort X, findet dann alles raus und betritt diesen Ort einfach nie wieder. Aber die sind ja erst zu diesem Bauernhof gegangen, dann zurück in die Stadt, haben noch mehr Informationen gesammelt. Dadurch wurde das Bild zu dem Bauernhof noch etwas klarer und dann sind sie zurück zum Bauernhof gegangen. Das war irgendwie, das hat sich alles sehr rund angefühlt. Also die Spieler waren jetzt nicht auf dem einen richtigen Weg, sondern es hat sich einfach wie so ein, ja, wie eine TKKG-Folge oder so angehört. Ja. Also, angefühlt so ein bisschen. Und das war einfach sehr gut. Das hat einfach alles sehr gut zusammengespielt. Wobei die Charaktere sogar noch mehr Tiefe hat wie bei TKKG. Ja, aber auf jeden gut. Fall. Ja. Also? Ich wollte auch was dazu sagen. Ich finde aber ich stimme euch dazu. Ergänzend dazu wollte ich aber auf alle Fälle sagen, dass ich finde, dass das bei dem Funk-Pen and Papern bei dem jetzt im besonderen Maß, aber dass das bei dem Funk-Pen and Papern allgemein einfacher ist und der logischere Schluss ist, das so zu haben, weil die anders aufgebaut sind. Also ich meine, wenn du dir Tears oder Beards anschaust, dann sind die ja die ganze Zeit gereist von Ort zu Ort zu Ort und die Funk-Pen and Paper finden ja immer in einem auch örtlich sehr begrenzten Rahmen statt. Gerade jetzt bei Löberich war es ja nochmal krasser, weil das wirklich nur so eine kleine Stadt war. Das erste Pen und Paper, das war ja auch eine viel größere Stadt, oder? Hamburg. Warst du tot? Ja, Hamburg. Also das ist ja eine Riesenstadt, auch damals schon verhältnismäßig groß gewesen. Und da ist natürlich dann die Frage, was bedingt. Aber ich glaube eben, dass die Größe des gespielten Settings da auch einen ganz entscheidenden Einfluss drauf hat. Naja. Weil sie haben jetzt nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch zu diesen 5 anderen Orten, sondern es war alles so ein bisschen verwobener, wie auch die Gesellschaftsstruktur. Es war halt ein Dorf, ne? Also ich weiß nicht, Moreton Manor, absolut mein Lieblings-Pen and Paper von Hauke, ist auch örtlich sehr begrenzt. Und selbst da waren die Nebencharaktere nicht so tief ausgearbeitet wie hier. Ja, stimmt schon. Moreton Manor ist auch eher von der örtlichen, aber da haben sie auch mehr Backtracking dann gemacht, dass sie dann von dem wieder dahin zurück sind. Eben, das war hier, hat sich viel, ja, wie Max gesagt hat, viel organischer angefühlt. Ja, das stimmt. Aber also es ist halt alles in den Möglichkeiten auch sehr begrenzt gewesen, auch dadurch, dass sie Kinder gespielt haben. Ja. Was an der Stelle wollte ich auch noch sagen, Eva vor allen Dingen und Budi sehr gut gemacht haben. Budi war es sehr lustig, da habe ich mir dann überlegt, ob der sich irgendwie, der hat ja selber 3 Kinder, 2 Jungs auch, die 2 größeren, ob er sich da an seinem mittleren Sohn irgendwie orientiert, weil das hat sich sehr organisch angefühlt, wie er dich gespielt hat. Weil er hat ja den kleinen Bruder von Nils gespielt, Max, du hast es ja auch schon gesagt. Hat sich für mich irgendwie so angefühlt, als würde er sich an einem echten Kind orientieren. Ja. Würde ich dir insofern auch zustimmen, dass mir alle ganz gut gefallen haben, aber Budi und Eva auf jeden Fall. Die sind wirklich haben herausgestanden und haben die Story sehr gut getragen, finde ich. Ja. Eigentlich fällt mir jetzt mal gerade auf, müsste man Nils dafür loben, dass er nicht herausgestanden hat und nicht so krass Power geplayt hat wie sonst. Stimmt, er hat sich angenehm im Hintergrund gehalten. Trotzdem hat er einen spannenden Charakter gespielt, weil er ja irgendwie so der Anführer der Gruppe war, so ein bisschen. Also irgendwie der Stärkste und so derjenige, der eben so die Führung übernehmen will. Aber trotzdem,
hat nicht er jetzt. OP. Ja, und wenn man jetzt mal also auf die spielerische Ebene geht, also nicht in-game, da, wie gesagt, er hat sich zurückgehalten. Hat's gut mit den anderen interagiert. Ja, finde ich auch. Er hat wie ein ruhiger Führer agiert. Ja. Moment. Ja. Ja, also nee. Das muss man positiv auch mal herausstellen, weil Nils hat da ja ein Problem damit, mit dem Powerplay. Na gut, was heißt Problem? Für Hauke ja, ist ein doch. Problem. Ja, wobei, wenn er jetzt mit den anderen vier Boden zusammenspielt, was man jetzt ja auch bald bei TS2 wieder sehen wird, da finde ich es nicht so krass, weil die drei ihm auch schön Kontra geben können. Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Klar. Naja. Im Übrigen möchte ich an der Stelle nochmal einwerfen, die Kirche scheint wohl benutzt zu sein. Ah, doch. Okay. Ja. Also es scheinen zumindest ein paar Gottesdienste zu sein. Also Mitternachtsmesse ist am Weihnachten zum Beispiel. Und so weiter und so fort, aber nicht regelmäßig. Also einmal im Monat oder alle zwei Monate scheinen da Gottesdienste zu sein. Okay. Ja, sonst, ja, das Was wäre wenn am Ende hat auch noch ein paar Sachen aufgeklärt. Ja, war allerdings ein bisschen gehetzt. Ja, das ist so schade. Das möchte ich auch kritisieren, weil das ist mit meinem Lieblingsteil immer am Pen & Paper, das Was wäre wenn. Und das wird gefühlt jedes Mal schlimmer, dass Hauke noch ein bisschen mehr gehetzt ist und noch ein bisschen weniger Zeit hat, das zu erzählen. Dabei finde ich, braucht der Teil eigentlich gerade den Raum, weil danach, wenn das Was wäre, wenn vorbei ist, musst du die Infos halt so zusammensuchen, quasi, wenn du noch was wissen willst. Hauke wird dir das bestimmt im Stream auch erzählen. Mhm. Aber es ist halt schade, dass man ihn da so hetzt und ich weiß nicht genau, warum. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann halt nach Hause wollen, aber... Ja, aber so spät war es ja auch. Weil, nee. Also, es war ja nicht so... Ich fand das schon, dass das sehr gehetzt war zwischendrin. Ja. Da hat ja auch ganze Abschnitte ja. Dann... Man mag es wohl sagen, es war nicht so spät. Genau, also die waren ja auch um 20 nach 9 fertig oder um 9:30 und regulär wäre ja das normale Abenteuer bis 10 gegangen. Dann hätte man ja auch das, was wäre wenn, noch ja, 10, schon. Also 15 wenn, Minuten länger laufen lassen können. Wenn so ein Abend, wenn das Abenteuer an sich einfach 10 Minuten länger läuft, dann macht ja auch keiner da Stress. Ja, das genau. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ja. Also wie gesagt, ich finde es schade, vielleicht sollte man von Seiten der Redaktion das nochmal überdenken, was man sich dazu denkt, warum das immer so abgehackt sein muss und Hauke darf ja nicht länger als, was weiß ich, was normalerweise ist, eine halbe Stunde machen, ob man da nicht direkt, keine Ahnung, eine Stunde einplanen kann und wenn er eine Dreiviertelstunde nur macht, ist auch okay, dann machen sich die Leute, dass sie früher heimgehen können. Eben von Anfang an zu sagen, mach so lange, wie du brauchst. Ich meine, Hauke ja, das ist bei na, Hauke vielleicht ist, ein bisschen schwierig. Aber nee, ich glaube nicht. Hauke ist doch auch kein Typ, der dann irgendwie zwei Stunden noch labert. Ja, aber wenn die Community halt Fragen hat, könnte ich mir vorstellen, dass er dann noch zwei Stunden Fragen beantwortet. Wie auch immer. Wir finden alle bisschen zu abgehackt und zu gehetzt. Ja, aber als Schlusswort für Wurst Waldemar vielleicht noch. Ich glaube, dass wir haben ja intern ja auch schon drüber gesprochen. Es ist von allen von uns jetzt das beste Funk-Pen and Paper gewesen für uns, oder? Also, ja. Bei mir auf jeden Fall. Ranking-technisch können wir ja mal machen. 1680 auf der 1648 auf der 3, der Schwarze Tod auf der 2 und Wurst Waldemar auf der 1. Ja. Ja, und das schreibe ich. Also das war, ist wirklich, du hast es ja eben schon gesagt, Biene, 1648, also ich wusste noch, was der Rahmen war, 30-jähriger Krieg, aber was in dem Abenteuer passiert ist, so, ja, okay, also die Rede am Ende, klar, und wie es sich dann aufgelöst hat da in diesem Brathaus, aber der Rest ist mir einfach komplett entfallen, ich habe keine Ahnung mehr, was die vier Stunden gemacht haben. Oh, ja, nee, keine Ahnung, ich muss es mir nochmal anschauen. Aber was wir auch noch nicht gesagt haben, das war das bestbeleuchtetste Funk-Pen und Paper. Das war diesmal echt okay ausgeleuchtet auch. Das war ja beim ersten Pen und Paper vor allen Dingen bildtechnisch ein grauer Matsch. Ja, stimmt. Ja. Okay, solche Sachen fallen mir eher irgendwie fast nie auf. Ja. Ich hab auch irgendwo gelesen, dass die Leute auch die Akustik sehr, sehr gut fanden. Ja, ist so, war auch so, ja. Ja, nee, also da ist mir jetzt auch, ich fand die vorher auch nie sonderlich schlecht. Aber ich bin ja, beim Schwarzen, bei sowas bin ich immer sehr unkritisch.
Beim Schwarzen Tod war es halt so, dass aufgefallen ist, weil sie da versucht haben, nur mit natürlichem Licht und den Kerzen, glaube ich, im Endeffekt das zu machen. Und das funktioniert halt nicht so ganz. Da hast du halt wenig Kontrast dann im Bild. Weil du halt kein Fernsehset mit Kerzen ausleuchtest, normalerweise. Ja, aber macht Sinn. Da hatten sie, glaube ich, Scheinwerfer und das sah auf alle Fälle wesentlich besser aus. Aber ja, wie gesagt, ich würde dem auch zustimmen. Bruce Waldemar war sehr auch humorvoll und süß und mit Herz. Und auch nicht so schwer und bedeutungsschwanger, wie die anderen beiden es waren. Hm. Obwohl es ja wirklich harte Szenen gab. Also so ist ja nicht. Ja, stimmt. Das stimmt gut, dass du das sagst. Das wollte ich auch nochmal hervorheben, die Vergewaltigungsszene. Wobei ich im ersten Vermutliche. Augenblick... Ich wollte gerade sagen, nee, Hauke hat das gesagt. Ja, hat er dann gesagt, aber ich habe das im ersten Moment gar nicht als Vergewaltigung wahrgenommen. Doch. Mir kam das mehr so rüber, dass sie das eben für Geld oder für andere Gefälligkeiten tut. Aber, ja. Das war eben das Gute an der Szene, dass das nicht so... Hauke hat das ja erzählt, je nachdem wie alt das Kind ist, hat er zwar unterschiedliche Beschreibungen gehabt. Das war wirklich interessant. Wäre jemand da gewesen, der 10 oder älter gewesen wäre, hätte er gesagt, sie wird da vergewaltigt, also er hätte das so beschrieben, dass sie vergewaltigt wird und so wurde es eben so beschrieben, wie es auch im Pen and Paper war. Ja. Und das fand ich sehr gut und ich habe das tatsächlich sofort verstanden, dass sie vergewaltigt wird, aber war dann so ein bisschen, war das jetzt das, was er gesagt hat, dass sie vergewaltigt wurde? Ich habe das ja auch so gesagt zu den Leuten, mit denen ich das geguckt habe, das war eine Vergewaltigung, also ich glaube, wurde die da vergewaltigt, so irgendwas in die Richtung. Und das fand ich sehr gut gemacht, weil es halt angemessen für die Kinder war, auch die Überlegung war sehr gut. Und dadurch, glaube ich, sogar fast noch mehr Wirkung hat, als wenn er jetzt einfach nur beschrieben hätte, ja, ihr erlebt das und er hat es ja auch absichtlich so gemacht, dass sie da nicht eingreifen können, um da auch die Schrecken des Krieges und so aufzuzeigen. Ja. Und bei mir hat das voll getroffen, auch eben, weil ich es direkt verstanden habe, was das eigentlich ist. Ja, aber trotzdem hat es die ganze Atmosphäre nicht runtergezogen. Also das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also es war trotzdem quasi... in Anführungsstrichen kindgerecht, der Erfahrungshorizont trotz des Krieges, das war sehr gut gemacht. Ja. Und auch die Inspiration für die Geschichte, hatten wir die schon erwähnt? Die Geschichte gab es ja wirklich mit der Oma, die dann tot gespielt hat, damit man das Schwein unauffällig schlachten konnte. War aber aus dem Zweiten Weltkrieg, hat er ja gesagt, das fand ich auch sehr schön. Ja, also zusammenfassend kann man wohl sagen, wir sind alle drei sehr begeistert von dem Pen and Paper gewesen. Ja, definitiv. Ja, als nächstes Pen and Paper steht ja schon vor der Tür, TS 2. Genau, letzte Woche Freitag und Samstag. Ja. Richtig, nicht verpassen, die machen das diesmal etwas anders. Ja, den Samstag werde ich live verpassen. Ich auch. Ich hole dann... direkt, sobald er als VOD verfügbar ist, nach. Ja, ich freue mich. Bin zwar jetzt nicht so der größte Tears-Fan und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass sie die Atmosphäre des ersten Tears einfach nicht mehr hinbekommen, weil eben die vier Spieler mittlerweile viel erfahrener sind, auch Hauke erfahrener ist als Spielleiter. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich auch eine ganz witzige Geschichte. Es deutet ja auch darauf hin, dass es nicht dasselbe wird, wenn man sich diese Teaser zu Schmorf und Stanley Balls anguckt. Ja. Die scheinen ja jetzt etwas in dieser neuen Gesellschaft, die sich da vermutlich gebildet hat, etwas seriösere Charaktere zu spielen. Genau, vielleicht ist es ja sogar wirklich der Status, dass das Tears-Virus erstmal für geheilt gilt. Mhm. Oder sich halt die Gesellschaft jetzt erstmal davon versucht zu erholen und vielleicht ein bisschen Neuaufbau, so postapokalyptisch, so ein bisschen. Postapokalyptisch. Ja, genau. Sowas erstmal in die Richtung, nur wir wissen ja am Ende, theoretisch muss der Virus ja nochmal aus der oder das Virus? Ich glaube, das gibt beides. Ja. Der Virus muss ja nochmal ausbrechen, weil sonst nicht zu den Ereignissen aus Tears kommen. Aus Wirts kommen könnte. Ja. Ja, das stimmt, aber ich gehe fast davon aus, dass das eben das Szenario sein wird, was du beschrieben hast. Wobei, ich habe da jetzt die ganze Chronologie. Good Times Island, dann Tears, dann Wirts, oder? Ist die Reihenfolge. Ja,
Also ist gut Clan Islands dann jetzt wirklich Tears Khan? Und ich hatte das so verstanden, als wären diese Tears-Stories irgendwie related, aber nicht wirklich in demselben Universum. Ja, aber da wird doch der Virus erst freigesetzt, glaube ich. Ja, genau. Das ja? ist ja dann der gleiche. Doch, doch, also ich glaube, Clan Island passt auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das verdrängt, weil ich das insgesamt irgendwie so fand. Ja. Nee, sie haben doch da diesen Koffer gefunden am Strand und so. Ach, in dieser Höhle da, ich erinnere mich. Ja. Also, hast schon recht, Stefan. Erst Good Times Island, dann Tears und dann Beards. Dann viel später Beards, ja. Ja. Ja, viel, viel, viel später Beards, ja. Und jetzt Tears 2 dann eben zwischen Tears und Beards, vermutlich. Oder ja, auf alle Fälle zwischen Tears und Beards. Beards ist ja irgendwie, keine Ahnung, 1000 Jahre später oder sowas. Ja. Naja, also ich bin gespannt, auch mit den zwei Abenden in Folge, das wird wahrscheinlich auch für die Spieler anstrengend. Und es wird ja auch lange gehen, hat Hauke ja auch angekündigt, dass sie keine wirkliche Zeitbegrenzung haben, damit sie eben das Spiel durchbekommen. Auch wegen den Regelwerken, die dann verschickt werden, wo eben das Abenteuer zum Nachspielen drin ist. Das heißt, sie müssen durchkommen. Wird interessant, wie lang es dann geht. Wie gut die vier oder fünf am zweiten Tag noch drauf sind. Oh ja. Ich hoffe ja wirklich, was wird da passieren, wenn einer krank ist? Ich glaube, dann kriegen sie auch ein Problem. Ja. Dann wird es wieder Ballon-Eddie. Wie bei... Ach so, stimmt. Molten Männer. Hm. Ja, nee, also das wäre natürlich der Worst Case. Also klar, das war ja auch schon sonst immer der Animal Squad. Das ist ja, glaube ich, zweimal vorkommen, dass jemand krank war. Da haben sie aber dieses Mal abgesagt. Genau, da haben sie es ja eine Woche nach hinten verschoben. Ja. Aber das jetzt eine Woche nach hinten verschieben, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Die müssen das machen, weil die Regelwerke ja verschickt werden. Ja, eben. Und weil wahrscheinlich danach auch Weihnachtspause ist sowieso. Ja, also das müssen sie jetzt durchziehen. Komme, was wolle. Da werden die einfach mit Medikamenten dann vollgepumpt, bis sie. Ja, oder sie spielen halt zu dritt. Sitzen können. Oder sie spielen halt zu dritt. Wenn einer wirklich gar nicht könnte. Aber gehen wir mal vom Besten aus. Ja, würde ich auch sagen. Also, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt von ausgehen, dass einer krank wird. Ich muss aber dazu sagen, auf alle Fälle, das mit der Zeit finde ich sehr gut. Auch wenn ich schade finde, dass es jetzt kein ganzes großes Abenteuer wird wie Tears oder Beards. Da hatte ich ja eigentlich drauf gehofft, dass das mal wieder passiert. Aber man scheint davon irgendwie komplett abgekommen zu sein. Also das sind ja alles immer diese One-Shots, maximal Two-Shots. Oder Tears 2 ist wirklich der Auftakt für eine längere Reihe. Nee, ja, unwahrscheinlich, aber... Nee. Weiß ich nicht. Also, also das fehlt mir auf alle Fälle so ein bisschen im Pen- und Paper-Formkreis, dieses längere Abenteuer, die große Reise. Mittlerweile sind das ja eher so Ausschnitte, kleine Abenteuer. Aber ich finde es sehr gut, dass das nicht so zeitlich gedrängt ist. Das hat mir eben auch aus diesen längeren Abenteuern gefehlt. Die waren ja früher, die Pen- und Paper-Abende waren ja früher 4-5 Stunden. Und mittlerweile, dadurch, dass die Busse um 23 Uhr fahren, um den alten Gag mal wieder zu wiederholen, war es ja dann so, dass das nur noch 3 Stunden Also eigentlich, Moment, also wenn die um 11 Schluss machen, regulär. Achso. Und das fängt ja erst um 20.30 Uhr an, bei Game 2 sind ja. 2,5 Stunden minus Werbepausen. 2,5 Stunden. Ja. Wenn. Wunder. Wenn. Ja. Aber dann ist der Samstag vielleicht ein bisschen flexibler. Ja, nee, also so wird das dieses Mal vermutlich dann nicht. Ja, ich habe gerade im Sendeplan geschaut. Also für Freitag steht auf jeden Fall schon drin 20.30 Uhr bis 0 Uhr. Okay. Ist dann bis 0 Uhr geplant. Also, und wie gesagt, es wurde ja schon angekündigt, dass da hinten raus Zeit haben, weil sie eben durchkommen wollen. Oder für Samstag? Was steht für Samstag drin? Samstag steht noch nicht im Sendeplan. Genau, der Sendeplan ist jetzt noch nicht so weit. Doch, ab 18 oder? Uhr bis 23 Uhr, 5 Stunden. Auch 5 Stunden. Ja, das wäre halt wieder die Länge, wie sie früher war und wie ich sie auch gut fand, weil mittlerweile diese 2,5 Stunden, man sieht das ja, also man, wenn man die normale Länge hatte, konnte man sowas wie Molten Männer an einem Abend eigentlich durchspielen. Nur dadurch, dass das jetzt halt so kurz gehalten wurde, geht das nicht. Ich finde es einfach schade, ich komme da immer nicht so gut rein, wenn das nur so kurz in Anführungsstrichen ist. Wobei zu lang ist auch irgendwann schwierig.
Ja, die also wie es früher war, war ich dann wirklich immer in dieser Welt am Schluss relativ verloren drin. Also komplett drin in diesem Abenteuer, raus aus der Alltagswelt und da gedanklich voll drin. Das fand ich eigentlich ganz schön und das finde ich bei den kürzeren Abenteuern eben schwieriger. Ja. Ja, aber die Funksachen machen es, finde ich, ganz gut. Da ist es zeitlich, das sind keine 2,5 Stunden, das sind auch keine 6 Stunden. Ja. Sondern die finden immer einen guten Zwischenweg. Die sind auch also rein ingame-zeitlich von Hauke gut durchgeplant. Ja. Ja, das und bei den Funk-Pen und Papern hast du ja dann wirklich nochmal extrem auf Immersion und das ist näher an der Wirklichkeit und dadurch, dass das Set auch immer was damit zu tun hat, krass, also gut gemacht. Gut, dann haben wir den Themenblock soweit abgeschlossen, ja. Pen and Paper, außer ihr möchtet noch unbedingt dazu was sagen. Hier gibt es noch spezielle Erwartungen von irgendwem, was passieren wird. Ich habe auch jetzt keine. Ich lasse mich überraschen. Ich kann leider, wie gesagt, Samstag auch nicht gucken, das heißt, ich denke mal, so ein langes VOD wird dann auch nicht pünktlich sonntags da sein. Ja, sonntags oder sonntagsabends oder montags dann wahrscheinlich. Ja, montags. Wobei sie bei Tiers sich eigentlich schon anstrengen, das frühzeitig immer. Ja klar, aber wenn es wirklich dann 6 Stunden werden am Samstag, das Beste ist dann hochgeladen ist und so weiter. Naja, wir werden sehen. Ja, na gut. Genau, dann haben wir noch eine Mini-Mini-Community-News. Gestern, am 8.12., lief das erste kleine, große Warcraft 3-Turnier, was von Sun aus dem Forum, und ich glaube, er ist auch Moderator bei YouTube, ausgerichtet wurde. Und da ist echt, also das ist relativ schnell voll geworden, scheinen also ziemlich viele Leute Interesse an Warcraft 3 zu haben. Und warum wir das jetzt hier nochmal erwähnen, obwohl es gestern schon gelaufen ist, das Finalspiel wird am 13.12. auch auf dem Sender gezeigt. Und zwar von Marco und Jannis kommentiert. Jannis ist einer vom Twitch-Kanal Back to Warcraft, wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, ich glaube, also es müsste stimmen. Und ja, der ist halt professioneller Kommentator wirklich für Warcraft. Und ja, da wird halt das Finalspiel dann von den beiden kommentiert. Ich glaube ab 17 Uhr. Ah, okay, wollte ich gerade fragen, weil 13. ist ja auch, das ist ein Wochentag, oder? Bis Mittwoch? Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag, ja. Mittags im Programm sowas. Interessant. Ja, 17 bis 20 Uhr. Ja. Okay. Warum hast du da eigentlich nicht mitgespielt, Max? Weil man da mindestens 100 aktive Spiele auf dem oder 100 aktuelle Spiele auf einem Account nachweisen muss. Ich bin einfach zu lang raus aus Warcraft 3. Okay, aber du bist ja schon sehr leidenschaftlich dabei. Ich habe das mal mitbekommen, wie du Warcraft 3 bei Florentin on Stream geschaut hast. Ja, da verfalle ich schnell dem Backseat-Gamer-Modus. Oh auf jeden Fall. Aber ich habe sehr viel gelernt über das Spiel. Ja, es ist halt einfach früher, das ist halt mein Spiel gewesen, wie ich also bei Giga eSport damals wirklich auch die Bohnen wirklich sehr, sehr viel aktiv verfolgt habe. Und manche Leute, die dadurch groß geworden sind, Dennis Gehlen, also Take, die kennt man ja auch heute noch. Oder Grubby, der das bis heute streamt, eine Zeit lang der beste Warcraft 3-Spieler war und vielleicht sogar der beste aller Zeiten insgesamt, wenn man die Asiaten mal ausklammert. Ich meine diese Asiaten. Ja, die sind halt einfach noch aktiver in der Turnierszene. Die gab es halt in den letzten Jahren in Europa nicht so wirklich. Ich habe keine Ahnung von Warcraft 3. Nie gespielt. Hab da überhaupt keinen Zugang zu. Ich habe auch sehr wenig Ahnung. Außer die Sachen, die Max Florentin an den Kopf geworfen hat, weiß ich darüber nichts. Aber mit dir haben wir dann jemanden fähigen, der uns berichten kann, wie es war. Ich nehme an, du wirst dir das dann anschauen, oder? Ja, definitiv. Ja. Also ich finde es schön, dass sowas dann auch mal ins Programm aufgenommen wird. Genau, finde ich sowieso gut, dass immer mehr Community-Sachen dann wirklich auch auf dem Sender ihren Platz finden. Finde ich gut, kann man weiter so machen. Ja. Jo. Genau. Dann wären wir soweit durch, glaube ich. Wollen wir noch erwähnen, dass es jetzt für die Rocket Map einen Direktlink. Ach ja. Ach so, genau. Ich habe ihn nur gerade vergessen. genau, die Rocket Map habe ich ja vor 4 Wochen, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Die hat jetzt auch einen entsprechenden Blogpost erhalten. Ich glaube, zum 3. Dezember.
Da könnt ihr also auch draufklicken. Und die Rocket Map ist jetzt, Florentin hatte im letzten Ball Moin die URL ja komplett vorgelesen. Oh Gott. Die ist jetzt unter rbtv.community/rocketmap erreichbar. Also das ist der Schnelllink, und wenn ihr eingetragen werden wollt, dann einfach da den Informationen folgen oder einfach ins Forum gehen und einmal Rocket Map in die Suche eingeben. Oder Reddit. Ich trage das auch bei Reddit ein. Für Bohnen-Fans aus eurer Umgebung. Ja. Das hört sich jetzt an, als wäre Max so eine wenig seriöse Internetanzeige. Ach, ich habe tatsächlich, also ein Gedanke war tatsächlich für Singles eventuell statt... Oh nein! Lass mich auslegen. Jetzt? Nein, aber einfach, dass die halt ihr Symbol dann halt keinen Kreis bekommen, sondern ein Herz. Max. Ich fühle mich jetzt schon diskriminiert. Das war halt eine Idee beim Brainstorm. Wer weiß, vielleicht finden das die Leute ja sehr gut. Kann man dir mal ein Stimmungsbild zu einholen. Weil es gab tatsächlich einige, die dann in dem Über-mich-Teil geschrieben haben, ich bin Single-Suche und so. Ja. Okay. Wir sollten hier Schluss machen. Ja, will ich auch sagen. Gut, dann vielen Dank an euch beide fürs Mitkommentieren. Gerne. Danke an alle Zuhörer, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.